So, jetzt müsste es laufen. Wir Ja. lassen uns einfach ein wenig treiben. Immer wieder vorne weg. Ich erzähle es jetzt nur den Geist, der sich jetzt in diesem Moment dieses Selbstgespräch ausdenkt und anhört. Ja. Dass also diese Wahrheiten der Welt, diese Wahrnehmungseinheiten sind immer abhängig von der Person, von der Maske, von dem Filter, von den eigenen Interpretationen des Menschen, der du zu sein glaubst. Und man muss wirklich irgendwann einmal akzeptieren, dass man was anderes ist wie ein Gedanke, den man denkt, wenn man an sich selbst denkt. Philosophie kann sehr tiefgreifend sein, aber erst dann, wenn man wirklich selber philosophiert, wenn man selber nach der Weisheit, diese Liebe zur Weisheit in sich entwickelt und nicht, wenn man nur irgendwelche philosophischen Gesetzmäßigkeiten nachplappert. Ja. Das ist immer das ganze Geschwätz an Universitäten, und ich meine das jetzt nicht abwertend, es ist halt einfacher so, dass sogenannte studierte Menschen, egal in welchem Fachgebiet, ob das Philosophie ist, ob das Religion, also Theologie ist, ob das Physik ist, ob das Arithmetik ist, es wird ja nur rezitiert. Das ist immer der Sprung, wo ich sage, dass du dich zuerst einmal setzen kannst, an was denkst du, wenn du an dich selber denkst, und dann soll ich mir jetzt denken, einfach mal, du wärst der Computer. Und als Computer, da müssen wir uns jetzt das Mechschefe mal genauer, ich spreche das immer so aus, dieses hebräische Wort für Computer, für Rechnungsführer genauer anschauen. Können wir eventuell im Laufe des Gesprächs machen, obwohl ich das bestimmt schon zigmal gemacht habe, in jetzt ausgedachten anderen Selbstgesprächen. Dass, wenn du ein Computer bist, kann man schön diese Hierarchie sehen, dass alles, was du zu erleben, zu sehen bekommst, reduzieren wir jetzt einfach mal von dem, was auf dem Bildschirm auftaucht oder was aus dem Lautsprecher rauskommt. Ja. Und es steht und fällt mit den Daten und den Programmen, die du zurzeit im Arbeitsspeicher hast. Und dann haben wir die tiefere Schicht, wo ich dann sage, da ist dann noch eine Festplatte, wo du prinzipiell andere Programme laufen lassen könntest. Und dann geht es noch tiefer, und die kommen aus dem Internet. Das ist praktisch das Nichts des Gott, was man Gott nennt. Dann habe ich meine Metapher mit der 200 Gramm rote Knete, das den träumenden Geist symbolisiert, dass jeder Moment immer jetzt da ist. Aber das haben wir lang und breit erklärt. Und die Philosophie ist ja eigentlich die Liebe zur Weisheit. Jetzt muss man immer wieder wissen, die Weisheit, das Wort weiß, ich weiß, kann man auch positiv und negativ sehen. Es ist mit allen Sachen, diese 16 Zeilen sind so unheimlich wie ich dick. Wie ich, der Mittelpunkt mit 16 Perspektiven. Gibt es genügend Selbstgespräche, gehe ich auch jetzt nicht drauf ein. Und die Liebe wieder zur eigenen Weisheit heißt zu dem allumfassenden absoluten Wissen, das könnte ich jetzt sagen, wir setzen als Weisheit ganz reduziert einfach mal das Wort Dasein. Und dann haben wir ja unsere 16 Perspektiven, die ich dort darstelle. Und die Dasein als Ding an sich hat nicht besteht nicht aus irgendeiner bestimmten Perspektive, sondern eine Perspektive entsteht durch die einseitige Anschauung eines Komplexes. Das ist immer, was ich einen Chat nenne, eine Kollektion. Mein einfaches Beispiel, darum wiederhole ich immer dieselben Beispiele, die natürlich austauschbar sind. Du hast noch nie deine Küche gesehen. Du hast noch nie Wetter gesehen. Du hast noch nie deine Heimatstadt gesehen. Weil wenn du was siehst, dann entsteht in dir ein Bild. Es ist jetzt gleichgültig, ob du jetzt dieses Bild dir nur denkst oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, sprich auf deiner VR-Brille symbolisch gesprochen erscheint, es ist genauso eine Information. Dieses Bild ist nicht die Küche. Das ist immer wieder her, der Fenster, das habe ich so oft, das ist so simpel. Das, was jeder Mensch als so logisch ansieht, der normale, materialistisch, religiös geprägte Mensch, dem ist nicht im geringsten bewusst, was ich ihm eigentlich mit diesen simplen Beispielen mitteile. Weil wenn das verstanden wird, hebt es alles aus den Angeln, was es überhaupt gibt. Und das Verrückte ist, all diese Aussagen sind 100% sicher. Ich reite immer auf diesen 100% Sicherung. Es gibt kein bisschen schwanger, ist er so ersetzt. Entweder hast du es verstanden oder du hast es nicht verstanden. Und genauso ist es mit den Religionen, auch wenn da 99,9% der Aussagen, ich sage mal, in Bezug auf das Ganze richtig sind. Kontakt ist 100%. Entweder ist ein Schalter geschlossen, entweder ist ein Kontakt zu dem, der wichtig ist, zu dem Mittelpunkt, oder das ist kein Kontakt. Sobald du keinen Kontakt hast, wirst du automatisch zu einer Peripherie. Sprich zu einer Facette oder irgendeiner Perspektive von unendlich vielen Perspektiven.
Und wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung, und zwar gehen wir rein in die klassische Philosophiegeschichte. Und es ist auch wieder wichtig, dass ich sage, sobald wir uns jetzt jemanden in die Vergangenheit denken, irgendeine Persönlichkeit, die entsteht hier und jetzt als ein Gedanke in dem Moment, wo wir das denken. Und die Grundvoraussetzung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Bischof Bergele, einem Philosophen spreche, ich muss in meinem Schwamminhalt, in meinem Programm, in den Daten, muss dieses Wort in irgendeiner Art vorliegen. Das heißt, mein intellektuelles Wissen muss zumindest hier, wenn ich über ein Bergele was erzähle, muss ein Wissen von einem Bergele in meinem Schwamm, in meinem Programm drin sein. Das kann sehr, sehr rudimentär, sehr grob sein. Das ist wie bei, ich denke mir jetzt mal Standardprogramme, KIs, Menschen aus, und ich gehe mal jetzt davon aus, so wie ich mir einigermaßen gebildete Deutsche ausdenke, dass die große Masse mit dem Wort Albert Einstein Physiker was anfangen können. Obwohl diese Masse nicht die geringste Ahnung hat, was der eigentlich entdeckt hat und was in dieser Erkenntnis eines angeblichen Einstein, der wo was entdeckt hat, worum es darum geht. Und genauso ist es mit Bergele oder Sokrates oder Platon, das sind Worte, viele wissen, Platon ist ein griechischer Philosoph oder Aristoteles ist ein griechischer Philosoph, aber im Detail, mein Musterbeispiel, ich gehe mal in Weißenburg in unser Kaufland, das ist unser größter Supermarkt, und da wirst du feststellen, die große Masse, ich nenne das auch immer Wählerstimmen, sind vollkommen geistlose, schon von der Physiognomie. Und ich meine das jetzt nicht abwertend. Das klingt so unheimlich arrogant, wenn du jetzt meine Worte bewertest. Die erste Kunst besteht darin, dass du vollkommen wertfrei dir jetzt erst einmal bewusst machst, was jetzt da ist. Du hörst einfach nur Worte, Geräusche aus einem Lautsprecher. Genau. Und was du aus den Worten machst und wie du jetzt den Sprecher, den du dir zwanghaft aufgrund dieser Lautsprecherstimme ausdenkst, wie du den qualitativ bewertest, hängt komplett von deinem Wertesystem ab. Die Kritik, die du selber äußerst oder irgendeine Figur in deinem Traum äußert, du bist ja auch nur eine Figur in deinem Traum, wenn du an dich selbst denkst, sagt überhaupt nichts aus über das, was du kritisierst, weil du kritisierst eigentlich bloß einen Gedanken von dir. Der ja letzten Endes genauso ist, wie er von dir gedacht wird. Grundvoraussetzung ist immer, du musst nur akzeptieren, dass du Geist jetzt träumst und dich selbst als Protagonisten in einem Traum erlebst, aus einer Ego-Perspektive heraus. Wenn du durch die Wohnung läufst, bewegst du dich keinen Millimeter von der Stelle. Ich setze dich in Bewegung. All das kannst du sofort überprüfen. Das ist dieses Beispiel, wo ich so oft gebracht habe. Du setzt dich jetzt einfach mal normal zu dem Brösel gesprochen. Du setzt dich hin, machst die Augen zu. Und dieses Spiel, wo ich immer wieder sage, jetzt denkst du stehst in einer Küche, du machst den Kühlschrank auf, schaust in den Kühlschrank rein, machst die Tür zu, gehst aus der Küche raus, eventuell ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer. Das ist auf vielen Selbstgesprächen drauf. Dann hörst du eigentlich nur Worte. Und wenn du jetzt diesen Worten aufmerksam zuhörst, tauschst du Wort für Wort in deinem Kopf Bilder raus und dann hast du den Eindruck, du läufst durch deine Wohnung und du siehst Sachen. Interessant ist, es hängt jetzt wieder massiv davon ab, wer du zu sein glaubst. Ich denke mir jetzt eine gewisse Menge an Menschen aus, die genau jetzt sich dieses Video anhören und die spielen dieses Spiel mit. Und dann läuft aber, je nachdem, wer du zu sein glaubst, läufst du Geist jedes Mal durch eine andere Wohnung. Was du aus diesen Worten für Vorstellungen machst, hängt letzten Endes von deinem Wertesystem, von deinem Intellekt ab. Das ist dieses Spiel auch immer wieder, wenn ich darauf hinweise, dieselben Beispiele in dem Weißenburg-Vortrag, schließe mal deine Augen. Wenn da 200 Mann das hören, sind 200, es ist ein allereinziger Geist, aber dieser Geist sind 200 verschiedene Programme. Das ist die Personifizierung der Schwamminhalt. Es ist immer derselbe Computer, es sind nur bei der Eingabe 200 verschiedene im Arbeitsspeicher verschiedene Interpretationssysteme. Ich glaube, einfacher kann man es nicht ausdrücken. Genau. Und das muss als erstes installiert werden und das ist 100% sicher. Und ich sage, du musst nicht irgendeinen Gedanken von dir von irgendwas überzeugen. Wenn du deine Welt verändern willst, musst du dein eigenes Programm erweitern. Und da gilt für alles die 16 Perspektiven. Und du musst erst in einen Zustand kommen, einer absoluten Angstfreiheit und Gelassenheit, sonst fällt dir die Energie, Angst und Ärger raubt dir so unendlich viel Energie. Das heißt, bevor du dich nicht vollkommen angstfrei machst und
gelernt hast, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen. Das ist immer wieder der Satz, du hast zuerst einmal zu lernen, von nichts und niemandem, was in dir auftaucht, Angst zu haben oder dich über irgendetwas, was in dir jetzt als Information in deinem Traum auftaucht, zu ärgern. Weil sonst wirst du diese geistige Geschwindigkeit, es ist wie jede Angst und Ärger, es ist wie wenn man Bremsen anzieht und die Gänge rausnimmt, wirst du diese geistige Geschwindigkeit, um lichtgeschwind zu denken, wirst du nicht erreichen können. Um das einmal metaphorisch auszusprechen. Und ich erkläre das jetzt den Geist, der mich sprechen hört, du bist als Ding an sich ein absolutes Nichts, etwas rot geschrieben, was nicht gedacht werden kann. Darum wiederhole ich das, weil ich merke, in deinem Alltag ist das weg. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf. Jetzt der momentane Körper zum Beispiel. Das bist nicht du. Du warst jetzt auch da gesessen, bevor du an deinen Körper gedacht hast. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt komme ich zu dem Bergele. Das ist übrigens nur, was ich ganz kurz einschiebe, weil mein Sinn kommt, das hatte ich jetzt mit meinem Neugierchen. Ich flechte immer, wenn normale Gespräche ein. Das ist dieses Nichts kann nicht zerstört werden. Stimmt das? Holger sagt natürlich, ja, sag ich, schau, du hast noch nicht mal verstanden, was eine Kategorie-2-Frage ist. Eine Kategorie-2-Frage ist eine Frage, wo du davon ausgehst, oder der, der die Frage stellt, dass er einseitige Antwort haben will, nämlich ja oder nein. Selbstverständlich kann nichts zerstört werden. Hä? In dem Moment, wo nichts zu etwas wird, ja, wird es zerstört. Genau so ist es. Weil dann ist es ja etwas. Und das Gegenteil von etwas ist nichts. Das heißt, ein Geist, der nicht träumt, ist ein absolutes Nichts. Es ist natürlich schon, wenn wir von dem Nichts reden, sage ich, ist ja das Wort Nichts, ist ja schon wieder eine Existenz. Und in dem Augenblick, wo er zum Träumen anfängt, wird es nichts zerstört, weil er wird im selben Moment so ein Brösel in seinem eigenen Traum, eine Facette von sich selbst, umgeben von unendlich vielen anderen Facetten, die natürlich immer nur dann Gedankenwellen existieren, je nachdem, was er sich gerade denkt, was er träumt. Denken, geöffnete Existenz ist das Fundament, hebraisiert. DN heißt Urteilen, eine aufgespannte Berechnung. Ja. Und das F unter, haben wir immer wieder gesagt, latinisiert, etwas überlegen, ist ja eine Unterform von Denken, Mendior, Mens und Lügen verbreiten. Das ist das, wo ich sage, du bist in der Lage, die Gedanken, die du jetzt denkst, die hundertprozentig sicher nur deine Informationen sind, rein gedanklich um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Die irgendwo hinzudenken. Das ist sofort überprüfbar. Aber es ändert nichts daran, dass die hier und jetzt deine Informationen sind und nicht dort sind, wo du sie dir hindenkst. Und das Ganze passiert im Lateinisch in deinem Kaputt. Kaputt ist der Kopf. Und ich sage, dein Kaputt geht eigentlich kaputt in dem Moment, wo du zu denken, urteilen anfängst, ohne dass er kaputt geht. Ja. Über die zwei Seiten. Genau. So, und jetzt nehmen wir mal den Bildschirm übertragen. Halt, da müssen wir hin. Und dann schauen wir uns ganz kurz einmal den Bischof Bergele an. Da habe ich jetzt zwei so. Das ist ja diese Aussage, Metzlers Lexikon der Philosophie, einer meiner Lieblingsformen im Gestalt gewordene Zeit, kann ich dir gleich sagen, rein von den Schriften gibt es so also viele ganz tolle Sachen, Zusammenfassungen, die jetzigen Philosophen, die ich mir ausdenke, sind zuerst einmal Gedanken, die existieren, weil ich sie denke. Und immer dran denken, ich bin du. Ja. Weil ob sich jetzt der von dir ausgedachte Udo das denken kann, Fakt ist, du hörst jetzt Worte und du denkst dir das aus aufgrund von den Worten. Genau. Wo war dieser Metzler, den du dir jetzt denkst als Philosoph, bevor du jetzt das gehört hast oder diese Worte angeschaut hast? Nicht gedacht. Und das ist jetzt lateinisch, sein ist wahrgenommen werden. Ah. Das ist so eine landläufige Übersetzung, wenn man jetzt in das Altlatein reingeht, stimmt das nicht ganz. Es gibt im Altlatein, muss man jetzt übrigens alles nicht wissen, wir machen bloß einmal, wir haben ja keine Ahnung, wir schauen einfach einmal nach, was das eigentlich wirklich heißt. Zuerst schaue ich mal nach, was übersetzt da eigentlich Wikipedia, Google-Übersetzer. Es wird wahrgenommen zu sein. Klingt komisch, das hängt an den lateinischen Formen und jetzt können wir einfach mal so internettechnisch, wir sind ja dumm,
Schauen wir mal, was hier das Lateinwörterbuch sagt zu percipi. Und das sind jetzt hier, zuerst einmal die Grundform, percipere. Ich will jetzt, die Wörter können wir jetzt natürlich alle wieder auch hebraisieren, ist also nur erfassen, wahrnehmen, bemerken, wahrnehmen. Esse ist ja das Sein, jetzt müssen wir schon wieder reden hier von dem Sein oder von dem Existieren. Das kann man bei Hegel nachlegen und ich würde jetzt nur mal zeigen, es heißt ja hier, esse ist percipi. Was ist das für eine grammatikalische Form? Das ist übrigens eine altlateinische grammatikalische Form, die wir in der deutschen Sprache nicht haben, die ja relativ unnötig ist, aber es ist sehr spaßig, sich das einmal anzuschauen. Und jetzt gehen diese ganzen, das basiert immer auf den Endungen. Ja. Bitte, du musst dir jetzt nichts merken. Ich will dir nur zeigen, wie unendlich komplex das zerdacht ist. Ich betone immer wieder, bei Holofeeling kannst du die reine Grammatik komplett in die Tonne klopfen, weil Grammatik ermöglicht dir, jetzt gedachte Gedanken um dich herum zum Beispiel in der Zeit zu verstreuen. Ich spreche jetzt zu dir, ich werde zu dir sprechen, ich habe zu dir gesprochen, ich werde gesprochen haben. Das verschiebt ja nur das, was ich jetzt denke, rein gedanklich in die Vergangenheit und in die Zukunft. Ja. Aber es ist trotzdem jetzt, darum ist die Grammatik zwar nötig, du wirst niemals von mir hören, dass irgendetwas, was du zu hören bekommst, was in dir auftaucht, was irgendeiner behauptet, nicht wichtig wäre. Jeder Gedanke ist ein Puzzlestück von dem Heiligen Ganzen und es darf auch nicht verändert werden, das Puzzlestück als Ding an sich. Mhm. Du darfst es erweitern. Mhm. Aber jetzt ist das Schöne bei der Erweiterung, dass ich hier immer wieder in Du bist ich am Ende von Du bist ich ist dieses Femen-Zitat, das ich immer wieder bringe als Beispiel, wo dieser Wissenschaftler sagt, dass die ganze Wissenschaft in einer Sackgasse ist, ist nur noch kommerziell, es geht nur noch um Geld verdienen, um Wissen geht es überhaupt nicht. Nirgends wird mehr gelogen im Wissenschaftsbetrieb. Du müsstest dich jetzt nur dafür interessieren, dann werden die entsprechenden Internetseiten in dir auftauchen. Es geht um Gehälter, es geht um Gelder, um Forschungsgelder. Ein aufgeblasenes Ding wegen nichts, wenn wir uns jetzt zum Beispiel CERN ausdenken in der Quantenmechanik, es wird die Menschheit nur noch mehr in eine Sackgasse reinfahren, aber in keinster Weise die wach machen. Die Menschheit als Ding an sich ist ein Gedanke, jetzt werde ich wieder genau, und dieser Gedanke Menschheit, den kannst du sowieso nicht retten, der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Genau. Das ist ein Spiel, das spielt man mit sich selber. Ja. So. Und das wollte ich kurz erwähnt haben und da geht es eben schlichtweg und einfach darum, dass ich sage, du hast, wenn du deine Freiheit nutzt, die Freiheit, neue Regeln zu erfinden. Mhm. Damit bist du aber angewiesen, dass dir das einfällt, das heißt, du brauchst mich. Ja. Das nennt man Inspiration. Du darfst einfach, wenn du irgendwas nicht zusammensetzen kannst gedanklich, der Heilungsprozess ist nötig, dass du all diese Puzzlestückchen wieder in dir verbindest, ja, zu dieser Einheit, die letztendlich in deinem Hintergrund ist, das heilige Ganze, dieses Nichts, das alles ist. Ja. Und dazu brauchst du Regeln, die du noch nicht besitzt. Das ist zum Beispiel die Vatersprache. Die Vatersprache steht in keinster Weise im Widerspruch zu irgendeiner bestehenden Regel, die du bisher kennst oder vom Hörensagen vielleicht bloß kennst oder die du im Internet findest. Sie gehen darüber hinaus, lassen aber all die bestehenden Regeln auch als richtig gelten. Genau. Ich sage, wenn du eine neue Regel erfindest, darfst du keine bestehende Regel außer Kraft setzen. Also diese Regel darf keine bestehende Regel außer Kraft setzen. Sie muss darüber hinausgehen, sie darf aber sehr wohl einer bestehenden Regel widersprechen. Ja. Das klingt jetzt wieder sehr kompliziert, aber wenn ich sage, der Henkel ist rechts und der Henkel ist links, oder ich sage einfach mal, es ist eine Regel, ein Kegel ist ein Kreis. Und jetzt behaupte ich mit einer neuen Regel, nein, ein Kegel ist auch ein Dreieck. Mhm. Mit dieser Ergänzung, dass das ja nur Perspektiven sind und zu behaupten, ein Kegel ist ein Kreis, das ist unvollkommen. Ja. Es ist aber auch unvollkommen, wenn ich sage, ein Kegel ist ein Dreieck. Mir wird jetzt plötzlich die höhere Ebene bewusst, dass ja Kreis und Dreieck nur Schattenwürfe sind von einem dreidimensionalen Objekt in einer zweidimensionalen Darstellung. Und da gibt es jetzt nicht nur die zwei Hauptformen Kreis und Dreieck, sondern es gibt unendlich viele Schattenwürfe, die ich, wenn ich einen Kegel drehe um die Achse, Schattenwürfe werfen kann, wo mir zwei präzise Schattenwürfe haben, nämlich einen exakten Kreis und ein exaktes Dreieck und alle anderen Schattenwürfe sind entweder oberflächlich betrachtet, das ist ja zweidimensionale Schattenwurf, entweder mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmiger. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt mit dieser Erkenntnis eine neue Regel aufgestellt, die die alte nicht außer Kraft setzt, sondern vervollkommnet.
So ist. Genau das passiert mit Holofeeling. Aber das Wort schon wieder, ich habe zu weit ausgeholt. Wir schauen uns jetzt mal ganz leicht hier Präsens indikativ. Das muss man übrigens auch nicht wissen. Ich sage immer wieder, als normaler Mensch hast du von diesen grammatikalischen Regeln, von denen du mal vielleicht in der Schule irgendwann was gehört hast, und wo ich jetzt mir Menschen ausdenke, wo die große Masse das komplett vergessen hat. Das ist diese klassische Schulbildung, was man Allgemeinwissen nennt, dass ich einem Kind, das an und für sich schon grammatikalisch fehlerfrei Deutsch spricht, wenn es gut erzogen ist, die Regeln dieser deutschen Sprache beibringe, dass es dann diese Regeln eigentlich die große Masse wieder vergisst, weil es nicht nötig sind. Ich sage, Grammatik ist nur wichtig, wenn du eine Fremdsprache lernst. Wenn du kein Muttersprachler bist, wie man sagt. Ich will ja jetzt, dass du loslässt von dieser Mutterwelt, das ist ja die Matrixwelt, Mäder, Matrix, sondern dass du ein Vatersprachler wirst. Ja. Vatersprache ist Geistessprache. Und das ein in die Markt, das ist nicht für die Menschheit, die du dir ausdenkst. Ja. Wobei natürlich jetzt Folgendes passiert, dass das ja die Spiegelbilder von dir sind, umso mehr du das zu verstehen beginnst, was du merkst, dass langsam in deinem Traum Figuren, Freunde oder was auch immer auftauchen, die das plötzlich auch können oder sich auch dafür interessieren. Es wird aber nie funktionieren, wenn du meinst, du musst jetzt zuerst bei hier überzeugen, dass die anderen das auch glauben, dass du es auch glaubst. Okay, jetzt schauen wir mal schnell. Präsens, Indikativ, erste Person, aktiv, ich erfasse, du erfasst und du siehst jetzt io, is, it, ismus, imus, wir erfassen, ihr erfasst. Dann haben wir dasselbe Problem im Passiv. Dann gibt es das nochmal, Konjunktiv, im Passiv, Aktiv, Passiv, Imperfekt, Indikativ. Da wird es jetzt den Normalen eigentlich schon schwindlig. Wohlgemerkt, die Ausgangsbasis ist mir, was ist eigentlich dieses hier, Perzipi? Das ist ja eine grammatikalische Form. Ja. So, dann fahren wir da mal runter. Du wirst feststellen, immer noch kein Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv, Passiv. Futur 1, immer noch kein Passiv, Perfekt, Indikativ, Aktiv, Ismus, ist es, ich habe erfasst, sie haben erfasst, us, sum, est, bist erfasst, worden, gefasst, worden, Perfekt, Konjunktiv, ich habe erfasst, du hast erfasst, peris, eritis, percipi, eritis, peri, bla, bla, bla. Plus Quamperfekt, Indikativ, ich sage, wen interessiert denn die ganze Scheiße? Aber wir wollen doch unser Percipi anschauen. Isem, is es, Plusquamperfekt, Konjunktiv. Nochmal, jetzt kommen wir immer noch nicht. Immer noch nicht. Und jetzt taucht es ganz unten plötzlich auf. Ein infinites, und zwar passiv, interessant. Die teilt man in Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit. Was ich jetzt definitiv dir damit sagen will, ich weise immer wieder darauf hin, in dem jetzt ausgedachten Althebräisch, gibt es in der Tora gibt es keine Zeitform. Wenn die immer sagen, uner sprach, ist es schlichtweg schon eine Fehlübersetzung. Das weiß übrigens jeder Theologe und die machen es dann trotzdem, weil in der Schule hat man das gelernt, dass man das so macht. Mhm. Ein Musterbeispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist die Einheitsübersetzung des Buch Esther. Mhm. Wo sie im Vorwort, in der Beschreibung, in der Einheitsübersetzung darauf hinweisen, dass das Wort Esther eigentlich heißt, wo ich mich versteckt habe. Und dass das das einzige Buch ist, in diesem, das einzige Buch in dieser Bibel, in dem kein allereinziges Mal das Wort Gott in irgendeiner Form als Jahwe, als El Hayom oder sonst was erwähnt wird, weil er hat sich praktisch hinter diesen Worten versteckt. Mhm. Genau. Und dann liest du die Einheitsübersetzung und auf den ersten Seiten kommt dann schon das Wort Gott vor. Mhm. Weil das haben sie dann in der Übersetzung richtig gestellt. Ich sage dann, ich sollte jetzt erst einmal eure Johannes-Offenbarung, die Apokalypse lesen, die Enthüllung, wo es das heißt, es darf kein Wort hinzugefügt werden und keins weggelassen werden. Ja. Wenn du ein Wort hinzufügst, wenn dich all die Plagen treffen, die in dieser Schrift drinstehen, und wenn du was weglässt, dann hast du dann anderen Himmelreich erlaubt. Wo sind deine Theologen? Verstehen die kein Deutsch? Mhm. Und jetzt haben wir wieder zwei Seiten hinzufügen und weglassen, und ihr wisst, ich sage nochmal, in dem Moment, wo wir eine Masora machen, in dem Moment, wo wir das punktieren, ich zeige dir das einmal schnell, wir machen mal den Dennoff auf. Das wäre jetzt praktisch der Originaltext, was schon wieder nicht ganz stimmt, weil im absoluten Original nicht einmal die Worte eingeteilt sind. Ich müsste jetzt das noch zusammenschieben, dann sieht es nämlich ja so aus. Mhm.
ist dasselbe Text, bloß nicht in Worte eingeteilt, dann wird das Ganze ein wenig komplexer. Und dann kann ich zusätzlich, und jetzt pass auf, wenn ich hindrücke, ich hoffe, man sieht es in der, sind Pünktchen und Strichchen drumherum, das ist die Masora, das ist die Ausspracheregel. Mhm. Und das ist unheimlich, in dem Moment, wo man diese Masora hinzufügt, kann ich eigentlich erst das präzise übersetzen. Sobald ich das jetzt nicht habe, sobald ich die Masora wegmache und das jetzt vielleicht noch zusammenschiebe, geht das Spiel schon los, dass ich jetzt sage, dann ist zwar dieses richtig im Anfang richtig übersetzt, aber ich kann dann natürlich auch das B als Vorsilbe lesen, dann heißt es inmitten dieses Kopfes. Das wäre, wenn ich jetzt nur dieses da lesen tue, dann habe ich eben im Kopf, hebräische Übersetzung im Kopf, dann habe ich Shit. Wenn ich dann den Teil dazu mache, wenn ich das überlappen lasse, darum heißt es inmitten dieses Kopfes, stellen, etwas einsetzen, anordnen, anordnen, machen, erschaffen, etwas bestimmen. Inmitten dieses Kopfes wird etwas bestimmt erschaffen und dann schöpfst du aus Gott im Meer plötzlich den Himmel und die Erde. Und das sind deine Gedankenwelt. Da bin ich drauf eingegangen. Das weiß, das ist Vatersprache. Ja. Und da brauchst du dann Deutsch noch mit dazu. Aber wir gehen einmal wieder zurück. Das heißt, erfasst werden ist nicht ganz korrekt, was mir wichtig ist. Es gibt also in diesen Dora gibt es nur zwei Formen, gibt dann noch unter, aber zeitlich gesehen gibt es eigentlich nur perfekt und imperfekt. Perfekt heißt, es ist abgeschlossen, es ist perfekt und imperfekt heißt, es ist noch im Werden. Das heißt, immer wenn da in der Dora drin steht und er sprach, der ist immer nur imperfekt. Das heißt, er wird sprechen, er wird zu dir sprechen und zwar hier und jetzt, niemals in der Vergangenheit. Genau. Und dieses Percipi, esse ist Percipi, ist, das heißt, letztendlich wahrnehmen, erfasst werden. Es kann immer nur gleichzeitig, hier und jetzt, was du denkst, jeden Gedanken, den du denkst, alles, was du denkst, was du wahrnimmst, was du erfasst in dir als Information, du Geist, ist hier und jetzt. Denk an meinen Bücherrekord. Ja. Du brauchst jetzt diese Kollektionen. Das heißt, sobald ich an das Bücherregal denke, sind alle Bücher gleichzeitig. Sobald ich mich jetzt da rein fokussiere und nur ein Buch mir denke, sind die anderen Bücher schon im Hintergrund. Die sind zwar noch da, rot geschrieben, geschlossene Schöpfung. Ich habe jetzt nur das Buch. Und jetzt sage ich immer wieder, das Buch alleine nützt mir nichts. Ich muss das Buch aufschlagen. Ich muss erst einmal der Gedanken, weil ich zwei Seiten davon mache. Schau das kleine Bild an. Ich habe das so oft auf Selbstgespräch. Ja. Dann kann ich aber, was hier aber immer noch nicht was drinsteht, jetzt muss ich von den zwei Seiten, die ich jetzt dieses Doppel, die Welle, die ich aus dem Buch, diese komplexe Grundwelle, die ich aus dem Buch, das nenne ich einmal die zwei Seiten, das ist übrigens eine Ecke jetzt, muss ich mich auf eine Seite konzentrieren. Ja. Dann habe ich aber plötzlich viele Zahlen. Jetzt muss ich aus diesen Zahlen eine Zeile fokussieren, aus der Zeile ein Wort fokussieren und jetzt kann ich erst aus einem Wort eine Vorstellung machen. Genau. Und zwar bloß eine Vorstellung von vielen Vorstellungen, wenn da nur das Wort Krebs steht. Und was denke ich da? Oder das Wort Küche. Das ist schon wieder ein Komplex, wo ich noch gar kein Bild habe. Ja. Und all das ist immer gleichzeitig da. Immer. Und da du träumst, ein träumender Geist bist, bist du vollkommen passiv. Es geschieht in dir. Alles, was du erfasst, ist ein Anschauen müssen, ein Fühlen müssen. Mhm. Dieses Sein und jetzt dieses Esse, haben wir schon wieder zwei Seiten. Meine ich jetzt Esse, ein Sein, ein Bewusstsein, das nicht existiert, meine ich jetzt den Wahrnehmer in dieser Erscheinung oder meine ich das Wahrgenommene? Mhm. Und jetzt ist es schlichtweg und einfach existieren, ich benutze jetzt Existere, das Heraustreten aus, dieser Spritzer, der jetzt aus dem Bücherregal rausspritzt, aus einem Buch, aus einer Seite, aus einer Zeile, aus einem Wort. Das nimmst du wahr. Und der nächste Spritzer ist gleichzeitig mit dem jetzigen Spritzer, weil jeder Gedanke, den du denkst, denkst du jetzt und es passiert einfach, du bist dabei vollkommen passiv und schaust dir das an. Jetzt habe ich die SES Pazipi erklärt. Ich bin jetzt ein bisschen genauer geworden. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Habe uns das alles andere erspart. Muss man auch nicht wissen, habe ich gerade schon gesagt. Okay, und jetzt schauen wir mal, was jetzt in einem normalen Deutsch dasteht. Und wir schauen uns das einfach mal an, geistreich gelesen. Das alles ist übrigens hundertprozentig sicher. Wir haben jetzt wieder Worte vor uns. Lateinisch sein ist wahrgenommen werden. Prinzip aus der Erkenntnismetaphysik von Bergele. Den können wir natürlich jetzt auch wieder auffächern.
vielfältige Art und Weise, erspare uns jetzt, du wirst jedes Wort ist selbst erklären, das folgendermaßen begründet und hergeleitet wird. Wenn ein wahrgenommenes Ding, da ist jetzt schon die große Sache mit dem Wort Ding. Das Wort Ding denkst du an einen Gegenstand. Genau. Ein Ding ist nicht unbedingt ein Gegenstand. Wir haben da zuerst einmal schon unser Din, im Deutschen haben wir die Din-Norm, ich sage das immer Din-G. Das hebräische Wort Din heißt zuerst einmal das Gericht, das Gesetz, das Recht, der Rechtsspruch, die Gesetzeslehre. Und das ist eine Unterform, Din, richten, urteilen, verurteilen. Du richtest dich nach irgendeiner Regel und dann urteilst du dich mit dieser Regel und machst aus dir Gedankenwelt. Mhm. Okay? Richte du, schaffe du, spreche Recht, zurechtweisen und so weiter und so fort. Und wenn wir da ein G dahinter setzen, mach mal blaues G dahinter, ist jetzt das Gesetz, die Urteile deines Gehirns? Mhm. Oder sind es die Urteile vom Geist? Ist es das Gesetz des Geistes? Immer an das Rot-Blau-Lesen denken. Das DIN selber ist im Geist geschlossen. Mhm. Das sind praktisch Gedankenwellen, bevor sie in Wellenberg und Wellendorf auseinandergerissen waren. Ja. Das I ist ja des Gotteskindes, bist du selber. Und das N ist das bewusste geistige Sein. Das können wir jetzt noch ausbessern, Sain. Mhm. Das ist jetzt ein Elef. Das heißt, dieses Bewusstsein ist unendlich viel Nicht-Existierendes, bis es zu existieren anfängt. Genau. Das Ding selber, weil es mir gerade in den Sinn kommt, heißt eigentlich nicht Gegenstand. Das ist Ding und Sache, bin ich auch schon drauf eingegangen, dass das Ding als Ding an sich, haben wir nämlich hier Ding 2 und Ding 1 und Ding 2, ist ein Gegenstand. Das ist halt das, was du lernst, aber das ist eine extreme Entheiligung, weil das genau genommen ist, das ist nämlich eine germanische Gerichtsversammlung. Da kommt auch die Sache her. Verhandelt wird die Sache sowieso gegen sowieso. Genau. Da kommt dieser Begriff her. Nichts anderes als Komplex von Ideen, ein Komplex zusammengeschmissen, von Ideen im Geist des Wahrnehmen. Das ist natürlich, im Geist ist es. Genau genommen, im Geist ist nichts. Es ist immer ein peripheres Phänomen, das erkläre ich mit der 200 Gramm roten Gede. Mhm. Es ist der Punkt in unserer Kamera Obscura, der absolute Nullpunkt. Das heißt also, hier ein Komplex von Ideen im Geist des Wahrnehmens bedeutet dann, besteht das Sein der Dinge in ihrem wahrgenommen werden. Ich sage, wenn du ein träumender Geist bist, besteht die Existenz von irgendwelchen Informationen, weil du sie träumst. Ja. Und alles, was du träumst, kommt aus dir. Das widerspricht jetzt in keinster Weise deiner bisherigen Vorstellung eines träumenden Menschen. Das Problem ist, dass wenn du an einen träumenden Menschen, schon wenn du an einen Menschen denkst, denkst du an einen Körper. Ich kann nicht oft genug sagen, ein Mensch ist keine Person, ist kein Körper. Ein Mensch ist eine Lebensgeschichte vom Säugling bis zum Greis. Ist das so schwer zu verstehen? Das ist der Mensch. Und jetzt, die Körper vom Säugling bis zum Greis sind Facetten aus diesen Menschen, aber nicht nur die eigenen, sondern auch alle anderen Körper, wenn du den Menschen als ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm siehst. Das ist dein Schwamminhalt. Wir vervollkommnen. Es ist eine vollkommen neue Erkenntnis, eine geistige Erkenntnis, die ein Trockennasenaffen Wissen von sterblichen Säugentieren, die sich bei eigener Definition vernunftbegabte Lebewesen, was existieren, das ist einfach ein Dasein müssen und wird mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Das ist das, was du zuerst einmal zu akzeptieren hast. Und da ist das Tier immer noch drin, das Tier in dir, der Zweite in dir, wird er irgendwann einmal sich eines Besseren, eines Vollkommeneren besinnen müssen, wie das, was er zurzeit geistlos nachäfft als Menschennasenaffe. Das ist ja schon, ich bin ein Mensch, ein sterbliches Säugetier, per zwanghaft dogmatischer, naturwissenschaftlicher, fehlerhafter Definition. Das bist du auch, wenn du an dich denkst, aber du bist genauso ein Berg, ein Haus, ein Stein und nichts davon. Das ist die Erkenntnis dieses Widerspruchs. Der Geist, der immer ist, El Hayom sagt, ich bin all meine Wellen, die ich in mir aufwerfe, die aus mir heraus existieren, als ein oberflächliches, polares oder noch viel komplexeres Phänomen. Aber ich bin nicht eine dieser Wellen. Ja. Ich kann nicht sagen, die Welle bin ich, der Gedanke an den sowieso bin ich, der jetzt vom Computer sitzt und alle anderen Gedankenmenschen bin ich nicht. Und wenn ich an einen Berg denke oder an einen Affen oder an eine Kuh denke, bin ich das nicht.
Es sind doch nur meine Informationen, wo ich anschaue. Wo ist der Unterschied, ob ich jetzt an mich selbst denke oder an den Udo denke oder an die Andrea denke oder an die Helene denke? Ich tausche doch nur Informationen aus. Ja, was ändert es an mir, an dem, der es erlebt? Das ist die Grundbasis von Holofeeling. Versuch das bitte jetzt innerhalb deines Traums auf dieser Bröselebene, wie ich das denn irgendeinem Menschen so erklären, dann sagen alle, du bist der Spinner. Und dann wirst du irgendwann einmal das sagen, was ich dir immer wieder versuche zu erklären, wenn ich sage, ich bin du. Ich bin der Erste. Die grundlegenden Äußerungen, Behauptungen, die ich aufstelle, sind hundertprozentig sicher von jedem Kind hier und jetzt sofort überprüfbar. Du hörst auf ein zweiten nachgeäfftes Wissen von angeblichen Fachleuten, wo du über 99% nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und das einfache Wissen, das jedes Kind hier und jetzt hundertprozentig sicher sofort überprüfen kann. Genau. Zum Beispiel existieren deine Hände, wenn du nicht an sie denkst, bitte halt jetzt deine zwei Hände, an die du jetzt denkst, vor das Gesicht und mach die Hände auf und so. Mach das. Wo waren diese Finger die ganze Zeit? Sie haben nicht existiert. Und du bist jetzt hundertprozentig sicher, dass die Hände auch dann da außen die ganze Zeit runtergehängt sind an dem Körper, der auch die ganze Zeit da war, obwohl du es nicht gesehen hast. Und diese Meinheit sind die Quelle deines ganz persönlichen Leides. Solange du was beschwörst, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und dann ist jegliche Form von Religion, egal in welcher Sekte, in welche Glaubensgemeinschaft du dich zugehörig definierst, was du hundertprozentig sicher bist, du bist ein hundertprozentiger, tiefgläubiger Materialist. Und das ist der geistloseste Glaube, den es überhaupt gibt. Weil da ist Geist nämlich mehr oder weniger ein Zufallsprodukt im Laufe von Jahrmilliarden aus toter Materie entstanden, bis sich dann Gehirne so weit entwickelt haben, dass da ein Geist drin gewachsen ist. Solange du so einen Scheißdrecks glaubst, kann es dir nicht anders, wenn du Geist bist. Und wenn du bloß kein Geist bist, sondern bloß ein Gedanke, den ich mir jetzt denke, über den machen wir keine großen Gedanken, der ist schon wieder weg, wenn ich ihn nochmal denke. Ja. Und wenn du jetzt begreifst, dass ich dir erkläre, dass du ich bist und das genauso hältst, öffne ich dir eine vollkommen neue Traumwelt. Aber erst, wenn du das jeden Moment dir dessen bewusst bist, dass es so ist. Mhm. Okay. Also, im Geist wahrnehmen bedeutet, dann besteht das Sein der Dinge in ihrem wahrgenommen Werden. Fällt mir besser, wenn wir sagen, existieren. Was übrigens hier schon die ersten paar Wörter sind. Ich muss bloß wissen, doppelt aufgespannte Schöpfung. Unser W, wenn Bergwellen da, ist eine ganz abstrakte Metapher, ist eine wahrgenommene Berechnung. Genau. Und das Schöne ist halt unsere Vordersprache, sobald wir hier dieses HR, diese wahrgenommene Berechnung reinschieben, wenn wir feststellen, das ist jetzt, wir schmeißen einen Berg auf. Ja. Dieses Berg wieder hebraisiert, BR kann ich jetzt lesen, immer weckten Geist, immer wachten Geist. Darum ist das auch eine Berg-Gag-End. BR, BR heißt übrigens das Äußere, die ersten Konsonanten, Buchstaben. Das Äußere, Acker ist übrigens Eck, ein Eck, das erweckt wird. Aleph, Aleph. Das ist ein Eck, das erweckt wird und das ist ein Äußeres. Wir wissen, Äußer ist AOB, die Beschwörungskunst, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Mhm. Interessant. Ja. BR, ich kann natürlich da vielfältig, ich kann natürlich jetzt auch Folgendes machen, BR. Wir machen das ein als 70, dann hast du, es wird etwas hier zu brennen anfangen. Das Wort dumm, du, MM. Denk an du all. Ja. Wenn wir das jetzt hebraisieren, lass dich mal überraschen, was jetzt passiert. Ich habe jetzt D-U-M-M reingeschrieben und jetzt kriegst du plötzlich hier dieses dumm. Das ist eigentlich hier das Still, das Schweigsam, das haben wir auch im Adam, habe ich schon darauf hingewiesen, heißt schlichtweg und einfach Stummspiel schweigsam, es ist Materie. Dumme Gehirnmasse, Geist, Metalle, Mineralien, ausgedachte Materie, die kann nicht sprechen, die kann nicht denken, auch ein Gehirn ist Materie. Ja. Dumm heißt eigentlich geistlose, leblose, ausgedachte, existierende Materie. Ja. Drum heißt es auch still und stumm. Der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, ist geistlose Materie. Der Lautsprecher selber macht ja nichts. Das ist ja schon wieder ein Konstrukt, das Hin- und Herschwingen erzeugt Schallwellen und so weiter und so weiter. Du lebst in Welten logischer Konstrukte. Ja. Okay, dann wissen wir das Gag. Als 3-3 gelesen, heißt es
Dach, etwas Ausgedachtes, dann kriegen wir schon wieder, schau das kleine Bild an den Giebel, beziehungsweise als 33 gelesen heißt es Welt. Und das Ganze wird jetzt ein Gebirge und jetzt haben wir wieder unser GB. Muss ich den GB nochmal eingeben? Wie oft habe ich denn schon gesagt, wenn der Geist, die Synthese, 3, belabert, kommt unser schönes Spiel. Buckel, Schild, Erhöhung, Erhöhung, Felge, Erwiderung, Gewölbtes geht wieder nach unten in eine Höhle, die Rückseite, Rückseite und dann fällt das Ganze irgendwann nochmal in den Wasserbehälter, in die Vertiefung zurück. Da wird die Sinuskurve. Da haben wir jetzt unsere HWH, doppelt erwidert zwischen 5 oben, 5 unten. Wahrnehmung oben, Wellenberg, Wellental. Ja. Wir sind wohlgemerkt nur bei dem Berg gewesen, aber jetzt glaube ich, das lassen wir mal. Das heißt, die Esse ist Perzipi oder anders ausgedrückt, das Sein, die Existenz der Dinge, der Gegenstände besteht in ihrer Wahrnehmbarkeit. Du kannst nichts wahrnehmen, was es gibt nichts Existierendes und jetzt stellen wir fest, ja, was ist dann eigentlich mit Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter und so fort? Die können ja gar nicht existieren. Wasserstoff, Sauerstoff, diese Gase sind vollkommen unsichtbare, vollkommen geschmackslose und so weiter, ungiftige Gase. Wer hat die eigentlich entdeckt, wenn ich immer sage, unser Sauerstoff? Aus was besteht unsere Luft? Ja, wir wissen ja, hat man mir erzählt, 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% Edelgas. Ja, aber wie hat das einer entdeckt? Das sind logische Konstrukte. Interessanterweise, sobald mir das einer erzählt, kann ich mir jemanden ausdenken, der das entdeckt hat. Aber ich denke mir den nur aus, wenn ich den vorher vom Hören sagen kann. Dasselbe ist mit dem Einstein oder mit dem Bergelee. Jemand, der niemals in seinem Schwamm, in seinem Leben, im Umfeld was von einem Bergelee gehört hat, der kann sich auch kein Bergelee ausdenken. Genau. Das sind logische. Man muss irgendwann einmal begreifen, was der Unterschied ist zwischen Sachen, die du wirklich jetzt aus nichts als existierende Dinge schon zu sehen bekommst oder ob du dir nur logische Vorstellungen aufbaust, zum Beispiel das heliozentrische Weltbild. Ich behaupte, das hat noch nie ein Mensch gesehen. Oder wenn du jetzt die tollen Bilder von Mars siehst. Du siehst keinen Mast, du siehst einfach auf einem Monitor mit flackernden Lämpchen. Ja. Die Bilder sind niemals in der Vergangenheit entstanden, auch wenn die einer sagt, die Signale haben so lange gedauert, dass die jetzt von da oben, die wurden da oben aufgenommen und dann sind die hier runtergesendet worden, übrigens elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit. Und da kann man genau ausrechnen, wenn du die Bilder hier auf dem Monitor anschaust, vor wie langer Zeit die da oben eigentlich losgesendet wurden. Jetzt sind wir wieder bei unserem Einstein, der nicht verstanden wurde, der Fehler im Einstein. Achten Band lesen, gibt gute Selbstgespräche. Die Formel beweist eigentlich, wenn man sie richtig ganzheitlich anschaut, dass es außerhalb deines Punktes, außer diesem Hier und Jetzt, überhaupt nichts existieren kann. Wow. Alles entsteht jetzt und wird jetzt wieder vernichtet. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ein ewiges Jetzt. Das sage ich dir jetzt. Jetzt kannst du dich entscheiden, wen du mehr vertraust, deinen Professoren oder mir. Und mit mir meine ich jetzt nicht den Udo, den du dir ausdenkst. Das ist bloß ein Gedanke von dir. Ich behaupte, dass ich du bin. Dass ich der bin, der sich das jetzt ausdenkt. Wo habe ich eigentlich meine Informationen her? Wie oft sage ich, wieso heißt es eigentlich Informationen, nicht Ausinformationen? Nach Ansicht Bergelees, die wir uns jetzt ausdenken, und ein Mensch, den ich mir denke, der hat das gedacht, was ich mir denke, kann dies von jedem intuitiv erkannt werden? Das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit versucht habe, dir zu erklären. Intuitiv. Ich will das Wort nicht nochmal anschauen, sonst kommen wir nicht weiter. Kannst du ja selber machen. Der darauf achtet, was unter Existieren bei dessen Anwendung auf sinnliche Dinge zu verstehen ist. Die Existenz eines Vorstellbaren ist die Vorstellung oder die Wahrnehmung. Das basiert auf dem berühmten Satz, bei Bergelee macht ein Baum, der in einem Wald umfällt, ein Geräusch, wenn keiner da ist und den anschaut und sich das anhört. Aber da geht er nicht weit genug, dieser Bergelee, den ich mir jetzt ausdenke. Da muss ich nämlich das fragen, existiert da außen überhaupt ein Baum, wenn ich mir da den Baum denke? Wo ist der Baum, den ich mir jetzt denke, den ich mir in einen Wald denke? Und wo ist der Wald? Haben die nicht erst zu existieren begonnen in dem Moment, wo ich die mir gedacht habe? Ja. Ist das nicht alles schon vom Tisch, wenn du akzeptierst, dass du jetzt ein träumender Geist bist und dich selber als Brötchen in der Traumwelt befindest, die aber letztendlich nur ständig wechselnden Bildern hier und jetzt in deinem Kopf bestehen? Und die kommen alle aus dir selbst. Ja. Alle Dinge, da müssten wir jetzt wirklich für Dinge, Gegenstände, Gag, ausgedacht, Dach, Gag, Gall, 3, 3, alle Gedankenwellen sind
Sinusöffnungen. Alle Dinge sind Wahrnehmungsgag-Entstände, unbeweglich. Ich setze dich in Bewegung, im Hier und Jetzt, mit Lichtgeschwindigkeit. Sie haben ihr Sein, sprich ihr Existieren, das ist schon die Kleinigkeit, muss man immer achten, im Kontext ist jetzt das Existieren oder Sein. Sein heißt Bewusstsein, ist nicht Existieren, im Bewusstsein. Zur Beantwortung, Geburt einer aufgespannten Berechnung, heißt zu Formwerden, der Beantwortung der Frage, woher es kommt, dass die Dinge in mehreren wahrnehmbaren Subjekten in einer Weise entstehen, Entschuldigung, die Dinge in mehreren wahrnehmenden Subjekten. Diese wahrnehmenden Subjekte sind jetzt ausgedachte Geistesfunken. Die aber als Ding an sich nur ein und derselbe Geist sind. Ja. Der vom Bücherregal, der die Bücher in einem Bücherregal liest, wird in dem Moment zu einem wahrnehmenden Subjekt. In dem Augenblick, wo er das Buch in die Hand nimmt, aufschlägt und auf irgendeiner Seite zum Lesen anfängt. In dem Augenblick kriegt er Informationen und das Programm, die Ursache dafür, ist die Interpretation der Worte, die er jetzt denkt. Aber sobald das Buch wieder reingestellt wird und der nimmt das nächste Buch, ist es doch derselbe Geist, derselbe Leser. Mhm. Aber das sind jetzt verschiedene wahrnehmende Subjekte. Es gibt nur einen Geist. Diese Vielheit entsteht nur aufgrund dieser unterschiedlichen Programme. Ja. Okay, in der Weise entstehen, in Bewegung gesetzt werden durch ständig wechselnde Bilder, schau das kleine Bild unten an, dass sie sich in einer gemeinsamen Erfahrungswelt begegnen, das machen sie eben nicht. Das ist der Fehler bei Beigele bzw. bei der Interpretation von dem Metzler, den ich mir jetzt ausdenke, diesen großen Philosophen. Das, was sich in der Erfahrungswelt begegnet, sind ausgedachte Brösel, die sich letztendlich nur in dem Kopf von dem träumenden Geist befinden und nicht in irgendeiner Welt, die unabhängig von dem träumenden Geist oder unabhängig von dem Berosche, dem mitten dieses Kopfes. Ja. Schau, das steht immer über mir hier, wenn du das kleine Bild nochmal anschaust. Okay. Sich über die Dinge verständigen und ihre Handlungen koordinieren können. Jetzt ist man schon in einer, dieser kleine Fehler, diese kleine Unkenntnis macht die ganze Schrift unbrauchbar. Mhm. Auf jeden Fall, dass das funktioniert, dass sie sich in einer gemeinsamen Erfahrungswelt begegnen. Befinden wir uns jetzt in einer gemeinsamen Erfahrungswelt? Ich rede jetzt mit einem Geist. Die Erfahrungswelt, die du sinnlich wahrnimmst, ist jetzt das Zimmer, nehme ich einmal an, in dem du dich befindest. Hm. Ich behaupte aber, sobald du jetzt an dein Zimmer denkst und an deinen Körper denkst, dass jetzt läuft in dir das Helene-Programm, das Andrea-Programm, das Udo-Programm oder das Programm von dir selbst, von dem, der du jetzt zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt, dass das komplett unterschiedliche Erfahrungswelten sind. Jetzt denkst du dir natürlich diese Zimmer wieder räumlich auseinander. Schau das kleine Bild an, meinetwegen die Helene Österreich, Grünau, die Andrea nach Leipzig, den Udo nach Weißenburg und wo du dich bist, das weißt du ja selber am besten. Wo du jetzt angeblich bist. Aber sind jetzt all diese Orte nicht auch wieder hier und jetzt in den einen Punkt in deinem Kopf, der du selbst bist? Ja. Das ist hundertprozentig sicher, sofort überprüfbar, du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Ja. Okay, wir fangen jetzt an, uns über das Gesetz Gottes zu verständigen. Okay, wir versuchen jetzt das Ganze mal zu koordinieren. Das ist natürlich ein wunderschönes Wort, Koordinaten. Koordina heißt in Reihe und Glied stellen. Ich will da nicht so weit, es wäre für sich wieder klein oder 400 Seitenbuch, das genauer zu erklären. Mhm. Und ich sage immer wieder, wenn dir das jetzt Angst macht, boah, da muss ich ja noch so viel lernen, musst du doch nicht. Bisher war doch für dich Lernen, dass da außen unheimlich viel Wissen ist und du musst es von außen mühselig in dich hineinschaufeln. Dieses Milch gab ich euch zu trinken, heißt es in der Bibel. Dieses Wort Milch heißt weltliches. Weltliches Wissen, vergängliches Wissen gab ich euch zu trinken. Und Tröpfchen für Tröpfchen, wie mit einem kleinen Sauger, mit einem Nugi, gebe ich dir zur Zeit, dass du mal diese weltliche Erkenntnis ein. Aber es kommt doch gar nicht von außen. Das ist jetzt die Umkehr, die andere Seite. Es ist doch schon alles in dir drin. Klar. Das ist das Prinzip in dem Film Matrix, den ich dir eingespielt habe. Die Trinity, Tree. Wenn wir eine Trinität sind, mhm. UB, ICH und JCH. Ja. Die zwei roten Ichs und ich UB. Wenn wir eine Trinität sind, dann mache ich das wie mit der Trinity auf dem Hochhaus. Kannst du Hubschrauber spielen? Nein, nicht.
Das mache ich schnipp und dann hast du das Programm. Ich spiele das einfach aus meiner Festplatte, aus dem Internet, das ich bin, spiele ich dir das direkt in deinen Arbeitsspeicher ein und dann hast du das, erlebst du das als Geist. Ja. Das ist das Geschenk, das ich für dich vorbereitet habe. Du musst mir nur vertrauen. Ja. Meinen Worten vertrauen. Ich kann immer wieder nur sagen, auf der Bröselebene hat es nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie jemandem Geld geben müsstest, dass du irgendwelche Meditationstechniken an... Nein, absolut überhaupt nichts. Es geht um das Vertrauen der heiligen Sachen. Halte dich zuerst einmal an die Gebote. Sorge dich nicht um morgen und liebe deine Feinde. Das heißt, werd auf alles neugierig, was du bisher bekämpft hast oder von dem du überhaupt nichts wissen wolltest. Das sind nämlich all die Filmperspektiven, die dir fehlen zu deiner eigenen Heiligkeit. Ja. Die ja schon da ist, die du bloß vergessen hast, weil du dich mit den Gedanken von dir verwechselst. Okay, also ja. Wir werden, wir Geistesfunk koordinieren jetzt unsere Handlungen, das machen wir doch schon die ganze Zeit. Du wirst so wollen ja glauben, dass ein Redo, den du dir ausdenkst, oder ein Udo, den du dir ausdenkst, dass die sich raussuchen konnten, dass du denen das ganze Zeug schreiben lässt. Ja. Und dann auch gleich dazu, ich lasse das ganz normal weiterlaufen. Ich glaube, jetzt muss ich da umschalten. Habt ihr den Bildschirm noch? Ja. Wo waren wir? Da waren wir, ne? Habt ihr den Bildschirm wieder? Ja. Okay, aber das Ganze rekrutiert, diese Koordinieren, dieses Inreihe in Spiegel, in Spiegelreihungen, diese Spiegelungen um dich herum, die natürlich erst zu existieren beginnen, rekuriert Bergelei auf Gott. Schau, da steht schon, der Schöpfer UP. Dieser bewirkt das Vorhandensein von Ideenkomplexen in verschiedenen Subjekten so, als wären sie denkunabhängige Dinge. Klingt doch schon mal ganz nett. Das stimmt eigentlich alles, aber als Materialist nimmt das einer für voll. Wir können uns jetzt natürlich auch noch das genauer anschauen, aber da wird es zu weit führen. Wir schauen uns mal den Bergelei in Wikipedia kurz an. Das Ups, was war jetzt los? So, das ist jetzt natürlich alles immer dran denken. In den Offenbarungen heißt es, wenn du jetzt was liest und du hast jetzt hier zum Beispiel irgendwelche Jahreszahl oder Orte, das sind wie Adressen in einem Videospiel, wo du hier und jetzt Bilder und Vorstellungen aus dir herausholst. Das ist relativ uninteressant. Wir gehen jetzt weiter mal einfach rein über die Abhandlungen der menschlichen Erkenntnis. Es handelt sich dabei um die Veröffentlichung, bla 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 bla, auf den sich dieser Abschnitt bezieht. Im Vorwort schrieb Bergelei, ich bitte den Leser, so lange Urteilsenthaltung zu üben, bis er das Ganze wenigstens einmal aufmerksam und mit jedem Maß und gründlicher Überlegung gelesen hat. Das klingt voll nach Holofeeling. Das kannst du eins zu eins mit Holofeeling übertragen. Das große Problem ist, dass Holofeeling halt ein paar Seiten mehr sind wie diese kleine Schrift. Ja. Dass der Gegenstand zu erfordern scheint. Bergelei stellt immer wieder kritische Bezüge zu den von ihm geschätzten Locke und dessen Veröffentlichungen. Das sind alles alte philosophische Schriften, die dann irgendwann einmal komplett verworfen wurden. Warte mal, haben wir da hier. Der Versuch über die neue Theorie des Sehens, mit 25 Jahren seine zweite philosophische Schrift, eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. In dieser Schrift erläutert er die beiden Grundprinzipien, seines wahrgenommen werden. Das haben wir gerade schon wenn genauer erklärt, esse est percipi. Das heißt, existieren heißt, dass jemand da ist, der dieses Existierende sieht. Aber jetzt, wenn ich das Wort existieren nehme für sein, klingt es wesentlich existere heraustreten aus. Es sind doch immer was Ausgedachtes, was vorgestellt ist. Ja. Obwohl es deine Informationen sind. Ferner beschrieb er im Hinblick auf die noch gesellschaftsweise vorherrschende aristotische, das ist das, wo ich immer wieder drauf rumreite. Die Scholastik ist die Denkweise und Methode der Beweisführung, die in der lateinsprachigen Gelehrtenwelt des Mittelalters entwickelt wurde. Da sind sehr viele Fehler drin. Obwohl der Ari nicht, dass es falsch ist. Denk an die Grundgesetze. Wenn sich was widerspricht, kann bloß eins davon richtig sein. Da sind wir auch schon lang und breit drauf eingegangen. Es stimmt und stimmt nicht. Das ist die Eigenart bei Holofeeling. Dass man beide Seiten sieht.
aus diesen Prinzipien kursierte, log ausschließlich durch sinnliche Wahrnehmung. Ich sage immer, zuerst einmal, ich mache keinen Unterschied, ob du was denkst oder ob du das sinnlich wahrnimmst, weil beides muss deine Information sein. Ja. Ich sage selbst mit materialistischer, anerzogener Logik, es muss sich in deinem Gehirn befinden, dass du es siehst oder hörst oder spürst. Ja. Das geht schon, wenn dir jemand auf das Bein steigt, auf den Fuß steigt. Das spürst du erst, wenn das Signal in deinem Gehirn oben angekommen ist. Und dann sage ich immer wieder, und wer ist jetzt das, der das spürt oder der das sieht, was im Gehirn drin ist? In einem Gehirn, das gar nicht existiert, wenn du gar nicht an das Gehirn denkst. Da beginnt jetzt diese angebliche Lüge der Naturwissenschaft, diese Axiome, dass 99%, weit über 99% von den Sachen, die als hundertprozentig sicher gelten, nicht einmal überprüft werden können, wenn sie wollten, Prinzip bedingen. Und das lösche ich zuerst einmal mit Holofeeling aus. Ja. Wir halten alles für möglich, aber arbeiten tun wir nur mit Sachen, die 100% sicher sofort von jedem 13-jährigen Kind in Bezug jetzt auf Trockennasenaffe mit Geist beseelt überprüft werden können. Auch wenn das komplett, das ist nämlich das, was der Erste behauptet, komplett im Widerspruch steht zu dem, was die Gelehrten deiner Welt behaupten. Ja. Und jetzt ist natürlich sehr wichtig, dass diese Subjekt, Verstand, Geist, Seele, muss man zuerst einmal die Worte genau definieren. Und mit einem moderneren Ausdruck von ich selber, was ist ich selber? Immer dran denken, modern ist modern. Ja. Wenn ich an mich denke, denke ich an meinen Körper. Der jetzt aktuelle Körper, der entsteht in dem Moment, wo ich einen Körper sinnlich wahrnehme, ist der modernste Körper, den es überhaupt gibt, aber der ist extrem modern. Er ist modern. Der ist nämlich schon wieder weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und Helene, schau dich in den Spiegel an, nichts hält mehr. Zu wissen habe ich vor 25 Jahren immer gesagt, du bist auch einmal alte Submoon. Ja. Aber es ist natürlich interessant, dass ihr dann die Ironie in meinen Worten nicht versteht, weil wir wissen ja, schau doch mal her, ich zeige dir was. Sub. Ist das dann mal das absolute Ende? Der Schluss. Ja. Aus dem alles entspringt. Und P, sub P, das ist das hebräische Wort für hier. Es ist hier und hier, B fehlen heißt zwei fehlen. Ja. Und diese zwei, die fehlen, das ist die erste Gedankenwelle. Wellenberg und Wellental. Das heißt, der symbolische Mund öffnet sich jetzt. Du hast jetzt schon das Kreisen mit den zwei Bündchen drüben und das sind die zwei Facetten. Und immer, Wellenberg und Wellendal, diese Welle, zum Beispiel hell und dunkel, ist nun zwei Existenzen, die gleichzeitig da sind in deinem Geist. Ja. Stimmt oder stimmt? Du siehst aber bloß eine Seite oder einen Teil davor. Weil du das auseinanderschneidest. Ja. Da könnte ich jetzt sehr tief drauf eingehen. Die Sprache ist, da weiß die Welt nichts. Das ist die Suppe. Aber das ist doch klar, du alte Suppen, H-U-H-Hu, du bist alte Suppenhund, du besitzt jetzt, das ist J-H-W-H. Eine aufgespannte Existenz und diese aufgespannte Existenz, Gal 33 ist das Glück. Das ist die Gedankenwelt, die jetzt da ist. Und zwar ist dieses VR, dieses B-stabil erweckte in DSDR eine Generation von polaren Existenzen. Genau. Jetzt ist immer wieder, wenn du Vordersprache verstehst, raubt es dir den Atem. Es ist, die normale Sprache ist ein Computerprogramm, es ist so göttlich perfekt. Göttlich, ja. Okay, wir waren jetzt bloß, was verstehen wir eigentlich bei dem Ich selber? Mhm. Das heißt, denkst du an den aktuellen Körper, du kannst dir jüngere Körper und ältere Körper denken, die ja natürlich in dem Moment nur feinstofflich sein können, weil Materie kann nur hochkonzentrierte Energie kann nur unmittelbar hier und jetzt möglich sein. Ja. Sind wir darauf eingegangen, nur ich bin du Quadrat aus dem Selbstgespräch. Es gibt in der Vergangenheit, die du jetzt denkst, die ja sowieso nur jetzt ist, ein Gedanke ist, keine Materie, sondern nur jetzt den Gedanken an diese angeblich vergangene Materie und es wird auch in der Zukunft keine Materie geben. Das Wahrnehmungsphänomen, das sinnlich wahrgenommene Phänomen Materie, das sind dann die sinnlichen Wahrnehmungen, können im Meer unmittelbar hier und jetzt aus dir entstehen.
Und sobald du dir hier und jetzt irgendetwas räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist es auch hier und jetzt deine Information, kann sie nur noch feinstofflich sein. Ein Gedanke sein. Das beschreibe ich in Ich bin du Quadrat. Sofort von jedem Kind überprüfbar, wenn du diese einfachen deutschen Worte verstanden hast. Das ist dann die aus der Sackgasse des Leib-Seele-Dualismus. Das ist alles religiöser Schwachsinn, alles ein bisschen richtig, aber unvollkommen. Dann kommen wir natürlich zu unserem Descartes. Ich denke, also bin ich, da bin ich auch zigfach drauf eingegangen. Das stimmt, cogito ergo sum. Da müsste ich zuerst einmal das klassische Wort für Denken ist mens mit allen lateinischen Unterformen. In die Grammatik sind wir gerade ganz kurz eingegangen. Muss man nicht wissen. Aber da steht nicht mens ergo sum, sondern cogito. Ja. Dieses Cogito, da kannst du nachlesen, das heißt eigentlich genau genommen nicht direkt übersetzt denken. Fange ich jetzt nicht nochmal an. Ja. Gib einfach einmal Cogito ein und dann schaust du in den Ohren Bohrungen, durchsuchst du die und dann wird da genau drauf eingegangen. Bergele behauptet radikaler als Locke, dass er weder die Substanz Materie noch die Substanz Geist für philosophisch begründbar hielte. Die Substanz, da steht jetzt schon wieder, raumzeitlich aufgespannte Polarität ist ein raumzeitlicher Tanz. DA alleine für sich ist ein Wachraum. Ja. Die, das Geheimnis liegt in der Vordersprache, deutsch, also göttlich deutsch in Verbindung mit dem Ibri. Mhm. Das ist jetzt der Wachraum, das ist ein Traum, T-Raum, ein Spiegelraum ist der T-Raum und das Acht, doppelt aufgespannte Acht ist eine Kollektion und das ist die Geburt im Meer. Ja. Und das Ganze sind dann, ist eine Zelle, ein Schatten, der auseinandergeschmissen wird. Zelle repräsiert. Interessant auch, man nennt es auch eine Nische. Ich muss jetzt bloß wissen, N ist die Existenz und ich ist Gestaltwerdung, hier und jetzt. Dasein, es existiert, es ist vorhanden, es kommt hervor, es existent. Wo kommen deine Gedanken hervor, wenn du jetzt nur denkst? Wo kommen die Gedanken alle her? Von außen oder aus dir? Aus deinem Arbeitsspeicher? Aus dem Wissen? Und jetzt mache ich das He, N, Ische, das He dahinter, er lei, er lieh da, er rechnete, er lässt vergessen, er versorgt. Das ist jetzt natürlich ganz, ganz interessant. Du leihst dir aus dir selbst einen Gedanken, den du generierst. Du leihst dir einen generierten Gedanken und er, du Geist, rechnest jetzt dieses nicht, du rechnest es nicht an, dass das eigentlich aus dir selber kommt. Du rechnest nicht damit, dass das aus dir selber kommt, weil du vollkommen vergessen hast, wer du selbst bist. Sein, also Materie als Substanz ist das Spiel der Gedankenwellen. Darum beginnt das Spiel ja des Materie mit MT. Unsere gestaltgewordene Erscheinung, das ist das immer blau gelesen, steht alles da. Die gestaltgewordene Erscheinung, wir können das natürlich rot machen, dann ist im Meer immer da sein und sobald er eine Gedankenwelle ist, ist eine gestaltgewordene Wassergedankenwelle eine Erscheinung. Ein ganz simples Prinzip. Und das ist jetzt erst einmal das hebräische Wort für Tod. Und wir wissen Tod, lateinisch so viele. So viele. Das ist auch Sterben. Aber SD sind raumzeitliche Erscheinungen, sind erweckte polare Existenzen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das heißt also, Materie ist sowieso bloß ein Augenblick, ein Substanzen, ein Tanz von Gedankenwellen. Und für Geist ist es nicht philosophisch begründbar, weil Geist ein absolutes, nicht denkbares Nichts ist. Mhm. Geist kann nicht existieren, Gott kann nicht existieren, das Wort Gott kann existieren, eine Vorstellung von Gott kann existieren, eine Vorstellung von Geist kann existieren, wenn ich an einen Geist denke. Wie denke ich mir an Geist? So ein weißes Wolkenwesen, so mit einem Betttuch drüber, wie man es aus gutem Sinne kennt. Ja. Märchen. Die Existenz der äußeren Dinge besteht in ihrem wahrgenommen Werden und zwar wahrnehmen kannst du nur was, wenn es eine Information von dir ist. Ja. Das steht alles da, was ist in dir drin oder was ist jetzt in von dir ausgedachten Menschen, von Materialisten oder gläubigen Menschen drin, dass sie das nicht wahrhaben wollen. Mhm. Das ist das, was der Erste sagt. Ja. In den ausgedachten Menschen ist das drin, was du dir in die hineindenkst. Und da beginnt jetzt die große Falle, dass du dir so viele Fachleute ausdenkst und du denkst dir, die wissen ja wesentlich mehr wie ich. Die sind ja viel gescheiter wie ich.
dann stellst du dein Licht unter den Scheffel. Mhm. Es ist natürlich klar, dass ich jetzt mit dem Ich nicht den meine, an den du denkst, wenn du an dich denkst. Das ist sowieso ein Volldepp. Sag ich immer vom Udo. Ich sage immer zu mir, als Udo bin ich sowieso ein Volldepp. Schön ist sein Narr zu sein. Genau. Dann lebt sich's bequemer. Der Geist ist als solcher ist unerkennbar. Ja. Weil er ein absolutes Nichts ist. Das ist das, was ich immer sage, rot geschrieben. Sein Wesen besteht im Erfassen von irgendwelchen Gedankenwellen. Das Wesen eines träumenden Geistes besteht einzig darin, dass er seine eigenen, der ist im Meer, immer, das ist El Hayom, dass er seine Gedankenwellen anschauen kann, die letztendlich aus nichts bestehen. Darum ist es die Energie in der Physik. Eine Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, aber ständig in eine andere Form von Energie, sprich von Geist oder von Licht auch als Symbol umgewandelt wird. Ja. Dieses Prinzip ist das Einzige, was du zu verstehen hast. Was ich jetzt mit Wörteraufwächer mache, ist dazu überhaupt nicht nötig. Behaupte ich jetzt einmal, so denke ich nicht aus. Er, Bergeley, ist kein Idealist. Da geht es natürlich schon wieder los, weil jetzt, da denkt man natürlich diese Idealisten und so weiter zusätzlich. Naturgesetze sind nur Zeichen, Kategorien wie Materie, Kausalität, Bewegung und Substanz sind entbehrlich. Bei Hulu Feeling geht es rein um geistiges Wissen. Das ist natürlich nur immer in Form von Gedanken, wenn es zur Anschauung bringen kann. Genau. Was ist die kleine Fetsche wieder rein? Ist weg noch hier. Was nicht, wieso es dich rausgehaut hat, aber es ist wascht. Gut. Du merkst jetzt, wenn man geistreich lesen tut, ich sage dir, alles, wo was drinsteht, ist alles richtig. Bis man dann wieder anfängt, einseitig zu urteilen, einseitig zu werden. Und da muss man dann sich mit Worte auseinandersetzen, aber es, wenn wir es dann detaillierter wissen wollen, allgemeine Ideen sind aus ihrer Sicht eingeborene, transzendente, a priorische, das ist natürlich auch wieder a priori. Da müsste ich wissen, dass die Vorsilbe ja im Hebräischen auch eine Verneinung ist, das heißt nicht von vorher. Nicht von vorher, es kommt jetzt aus dir. Genau. Kann ich eine Seite von einer Auslegungsmöglichkeit? Nee. Die platonischen Ideen, denn bla ist ja schon nochmal das Wunder von Doni. Ja, Helene, du wirst deinen Doni nicht so schnell loswerden. Nein. Der ist mittlerweile ich geworden. Das ist lauter, es ist dein Traum, nicht der Traum der Helene. Der Traum der Helene ist es dann, wenn du jetzt glaubst, du bist die Helene, das heißt, wenn du jetzt das Helene-Programm, das Helene-Buch liest. Es ist der Traum von dem einen Geist, der jetzt sich selbst als irgendeine ganz bestimmte Person in einem ganz bestimmten Menschenleben erlebt. Da passiert immer alles gleichzeitig, im Meer. Die Wellen sind ja schon, Peripherie sind ja schon ausgedacht. Gerne. Das ist einmal hier, da glaube ich, lassen wir es gut sein, da schalte ich jetzt einmal wieder zurück, dass wir die Bilder wieder haben, hoffe ich, das hat hingehaut. Habt ihr wieder das normale Bild? Ja, schaut, dass die Äußerungen jetzt schon erzeugen, schon wieder die Illusion, als wenn die Brösel, die du jetzt vor dir hast, das auch hören wird. Ich sage mir nicht, normal in einer gewohnten Art zu sprechen, Worte benutze, mache ich das schlichtweg, ich sage immer, Windows kommuniziert mit einem Computer, der mit Basic-Betriebssystem läuft. Dann bin ich gezwungen, nur in Basic zu reden. Aber was ich mir jetzt wünsche, dass du Geist wirklich versuchst, jeden Moment dir klar zu machen, da kannst du jetzt den Udo vorwerfen, weil der meint schon wieder, die hören was. Aber der Udo, den du dir ausdenkst, der wird das wieder glauben und meinen, was du dir denkst, dass er glaubt und meint. Das heißt, werf doch bitte nicht Figuren in einem Traum vor, dass sie so sind, wie sie von dir geträumt werden. Und hör auf, irgendwelche Figuren in deinem Traum zu bewundern, die so unheimlich gescheit dir erscheinen, die aber nur das äußern können, was du träumst. Das ist wieder das Spiel, dass du im selben Moment dann auch an dich als Brösel denkst und du vergleichst jetzt zwei Figuren in deinem Traum, und zwar deine Definition von intellektuellem Wissen in Bezug auf die eine Figur, die in dir auftaucht, die so gescheit dir erscheint, weil du jetzt, das ist ja auch eine Kritik, eine Bewertung, weil du irgendwie mit einem Wissenskomplex konfrontiert wirst, der dir in Form eines Menschenaffen doch nicht zugänglich scheint,
obwohl du doch dich selbst als Menschenaffen genauso, als dummen Menschenaffen genauso ausdenkst wie den gescheiten Menschenaffen. Es ist der Dumme und der Gescheite, die sind nur geschieden in dir als zwei verschiedene Personen, die in Erscheinung reden, die aber letztendlich eine gemeinsame Synthese haben, nämlich dich als träumenden Geist. Ja. Genau. Klingt ein wenig gestelzt, bringt aber das alles genau auf den Punkt. Auf den Punkt, der wir sind, wenn wir der Punkt in der Kamera obscura sind. Das wäre jetzt wieder eine physikalische Erklärung. Du willst mit mir diskutieren, sage ich als Udo immer wieder, lass es. Du wirst der Verlierer sein, weil du überhaupt keine Vorstellung hast, auf was für ein Wissenskomplex ich aus dem Stegreif zurückgreifen kann. Das ganze Internet ist in mir drin und das Internet deiner Basic-Welt ist ein Nichts im Vergleich zu dem, wenn du in die Bereiche der höheren geistigen Ebenen kommst. Und jetzt das Verrückte ist, dass ich sage, dass ich du bin, dass das auch in dir drin ist. Da geht es überhaupt nur darum, irgendwas besser machen zu wollen. Besteh doch zuerst einmal deine Führerscheinprüfungsbogenproben. Mach dir doch einfach mal diese Fehler bewusst und dann wirst du ohne den geringsten Hauch von Arroganz in Bezug auf den, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, erkennen, wie unendlich geistlos dumme Säugetiere die Menschen um dich herum sind. In was für einer Aufgeblasenheit. Früher immer wieder gesagt, wenn ich hier spazieren gehe und es ist ein Ameisenhaufen da und dann nehme ich ein kleines Steckelchen und gehe nur ganz vorsichtig hin und dann wuseln die rum mit einer riesen Panik. Da stecken hast du übrigens Corona. Ich sage, ihr deppt mich, tu euch doch überhaupt nichts. Das riecht an euch so auf. Man müsste sich viele Fragen stellen. Ich habe das so schön, ich komme mir gerade in den Sinn, hat jemand mit reingestellt, was nicht, habe ich glaube im letzten, ich war ja immer vergesslicher als Udo, diese Filmmöglichkeit. Ich zitiere, wiederhole zum tausendsten Mal, egal welche Buchseite oder Internetseite du mir als einen Beweis lieferst, eine Seite, die du mir zeigst, ist immer nur irgendeine Äußerung in Bezug auf irgendein sehr komplexes Thema, eine einseitige Auslegung, egal welche Seite du mir zeigst angelesenes Wissen vom Hörensagen gekannt. Und du meinst, es würde was beweisen. Ich zeige dir zum selben Thema tausende von Seiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Das ist die Welt der Perspektive. Mhm. Ich mache einen schönen Sprung. Wir hatten in unserem Chat, wenn ich es finde, stelle ich es eventuell nochmal rein. Es war in unserem Chat drin, ich rede jetzt wieder nochmal raumzeitig, in unserem Chat drin, eine von einem Beerdigungsunternehmen, eine Frau, die für das Beerdigungsunternehmen, die wurde in Bezug auf Corona in ein Interview gefragt. Und jetzt ist es hochinteressant, wenn man da genau zuhört, was da passiert. Das ist jetzt rein eine Äußerung von einem Pixelmännchen, wo ich mir jetzt ausdenke, der kann ich vertrauen oder nicht vertrauen. Aber ich werde ihr jetzt zeigen, wie sich Sachen widersprechen und dann doch wieder richtig sein können. Was sie jetzt von Corona hält, und das Erste, was sie dann, das sind drei Teile, wichtig ist der mittlere Teil. Also da ist sind drei Folgen, wobei der mittlere Teil der Teil 1 ist. Der reicht eigentlich zum Anschauen. Sie wird auch dann am Ende sehr politisch korrekt, wo sie sagt, sie ist natürlich keine Corona-Leugnerin. Das ist jetzt das, was dieser Faschismus, in dem du lebst, in deiner Traumwelt, wohlgemerkt ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, eigentlich dir schon aufzwingt. Sag ja nichts in der Öffentlichkeit, dass du gegen Corona bist, du wirst komplett geschmäht von der Masse. Habe ich ein paar Mal gesagt, und wenn du Geld verdienst über Medien, dass du ein Schauspieler oder was bist, was du komplett finanziell zerstört. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, dass ich jetzt Geschichten, ich sage, ich erzähle Märchengeschichten. Wichtig ist die Metapher. Bevor ich mit dem Beerdigungsinstitut anfange, bringe ich nochmal einen Bericht aus der Weißenburger Zeitung. Heuer Silvester, Übergang 2020-2021, war ein Bericht von der Weißenburger Polizei. Noch niemals im Bestehen der Weißenburger Polizei mussten die wegen irgendwelchen Saufereien oder Feuerwerksschäden oder was ausrücken. Oder Streitereien, weil welche besoffen waren. Ist ja logisch. Es war das ruhigste Silvester in Bezug auf so Ausrücken. Das ruhigste Silvester, was sie jemals gehabt haben, weil es dürfte ja nicht gefeiert werden. Und trotzdem war drin gestanden, war es extrem stressig. Sie mussten über 100 Mal ausrücken wegen Denunzierung, weil irgendwelche Leute angerufen haben und gesagt, die feiern, bei meinem Nachbar wird der Party gefeiert. Okay.
Und jetzt blätter mal zurück, wenn ich sage, nichts Neues in dieser Welt, und mach dich einmal schlau, was in der Nazizeit passiert ist, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, die wir nur aus Geschichtsbüchern kennen. Genau. Das sind die Gutmenschen. Es ist mittlerweile, dieses öffentlich-rechtlich-politische System ist reiner Faschismus. Und wohlgemerkt, da außen gibt es keine Welt. Zweites Gebot. Es ist ein Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen drauf. Und du solltest dich jetzt, wenn du sowas hast, schmunzeln und dich nicht drüber aufregen und dich freuen, einen Haken setzen, umblättern, weil du es langsam verstanden hast, wohin das führt, wenn du diesen Glauben weiter anhängst. Holophilien kannst du nichts vorwerfen, weil wir mit dem arbeiten, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Was Ja. jetzt hundertprozentig sicher ist, du hast Worte gehört, und wenn du diese Worte auslegst, legst du die mit deiner jetzigen Logik aus, und du wirst dann auch Gefühle kriegen, dass du dich jetzt vielleicht darüber aufregst. Ich will, dass du einfach nur schaust, was da ist, ohne irgendwelche Interpretation, emotionalen Interpretation von diesen Worten. Und auch nicht ohne, ob das richtig oder verkehrt ist. Ich sage, es ist einfach nur in dem Augenblick, wo du es denkst. So, und jetzt komme ich zu der Bestattungsunternehmerin. Die wurde gefragt, wie das bei ihr mit Corona ist. Und das allererste, was sie dann hier gleich am Anfang sagt, 2020 war für uns Bestattungsunternehmen eins der schlechtesten Jahre. Viele Bestattungsunternehmen mussten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Jetzt springe ich in diese Auslegung der Sterbezahlen, wo wir auch schon angesprochen haben, wo genau jetzt alles beachtet hat, wo hier ganz klar nachzuweisen ist, wenn man die Einwohnerzahl, das Durchschnittsalter und die Sterbezahlen alles in diese Tabelle mit einflechtet und man vergleicht die letzten 9 Jahre. Ausgangsbasis ist das von dir im Deutschen Bundesamt für Sterbezahlen, für Statistik, diese Zahlen, wenn man die richtig anschaut, ist 2000 von den letzten 9 Jahren. Am zweitwenigsten Menschen sind 2020 gestorben. Es hat nur ein Jahr gegeben, wo mehr gestorben sind wie 2020. In den letzten 9 Jahren. Wahnsinn. Moment, jetzt wird es ganz interessant. Dann wird sie gefragt, ja, aber was sagt sie dann, wenn man hier lesen tut, dass die Krematorien, dass die Kühlkammern anmieten mussten, weil die Krematorien, die mit dem Verbrennen nicht mitgekommen sind. Ist ja ein Widerspruch. Es ist interessant, die Lösung. Weißt du die Lösung? Ich frage jetzt mal das Programm Ariane oder Andrea. Pass auf, was sie jetzt sagt. Ja, das ist richtig, das stimmt. Jetzt könnte ich sofort sagen, die spinnt ja, die kann dann nicht sagen, wir haben keine Arbeit gehabt, wir mussten Leute entlassen, und zur anderen Seite sagt, da haben sich die Särge gestapelt, die sind mit dem Verbrenner nicht mitgekommen. Sie hat dann geschmunzelt, und dann geht sie jetzt erst einmal darauf ein, dass sie sagt, man muss das da mal wissen, unsere Beerdigung, wir Beerdigungsunternehmer haben dasselbe Problem wie alles. Die Leute wollen immer alles billiger. Es geht auch bei den Beerdigungen, schaut mal, jetzt hast du mal im Internet, wo ist es am billigsten? Und jetzt ist es seit Jahren so, dass, und jetzt halte dich fest, dass ziemlich ein Großteil der Beerdiger verdient, die jetzt nicht ganz im Westen von Deutschland leben, Ja. krematieren, also die Menschen verbrennen lassen. Die fahren mit den Särgen nach Polen und nach Tschechien, weil das dort wesentlich billiger ist wie in Deutschland. Ein Großteil der Menschen, die eingeäschert werden, die in Deutschland sterben, der Deutschen, werden eigentlich in Polen und in Tschechien eingeäschert, weil das viel billiger ist und die Urne wird wieder zurückgeholt und dann hier praktisch die normale Bestattung macht. Durch Corona dürfen die nicht über die Grenze. Und deshalb haben sich die Särge gestapelt in den Krematorien, und zusätzlich ist noch was passiert, was ihr erzählt, dass eins dieser großen Krematorien war mehrere längere Zeit kaputt. Das ist dann noch zusätzlich dazugekommen, und darum ist die Aussage, dass die Särge sich stapeln, vollkommen richtig, was aber nicht an der Tatsache ändert, dass wesentlich weniger Menschen gestorben sind wie die Jahre vorher. Erbarme uns. Es ist, du kriegst plötzlich einen Komplex von Perspektiven, die sich zu widersprechen scheinen. Wie ist jetzt der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Ist es ein Kreis oder ein Dreieck? Die auf das Ganze bezogen, wenn ich alle Perspektiven gleichzeitig habe, Ja. plötzlich ein vollkommen neues Licht auf die Sache werfen. Na, ja. Für dich wird da außen das sein, Was was ich du denkst, dass da außen ist, aber selbst das ist nur immer, immer in dem Augenblick, wo du es denkst, und es ist hundertprozentig hier und jetzt deine Information. Ja. Und jetzt kommt dann immer noch dazu, als träumender Geist, dass du alles, was du aufgrund deines Glaubens, AUB, Beschwörungskunst,
deiner Zauberfähigkeit, AOB, Beschwörungskunst, was du beschwörst, dass da außen auch dann ist, wenn du nicht dran denkst, das kannst du dann auch auf deine Verabredung holen. Das heißt, das kannst du, diesen Gedanken kannst du zu einer sinnlichen Wahrnehmung machen. Ich erkläre dir momentan nur ein Prinzip. Du wirst ein vollkommen neues Lebensgefühl kriegen, wenn du das einmal wirklich schaffst und das materialisieren kannst. Ja. Aber wenn du das, wenn du diese geistige Reife hast, sage ich dir gleich, wirst du dich überhaupt nicht mehr für irgendwas Bestimmtes interessieren, wo du dann zwar materialisieren kannst, dass du das materialisieren möchtest, weil das dann wieder vollkommen uninteressant wird. Genau. Das ist... Ja. Das ist wie wenn du jetzt meinetwegen, es ist ja eine komische Metapher, wenn du jetzt Videospiele mit offenen Welten programmierst, dann kannst du ja ganz, ganz bewusst als Programmierer das Programm so schrauben, dass die Protagonisten in deinem Traum gewisse Fähigkeiten haben. Oder dass da gewisse Dinge auftauchen, Monster oder was auch immer. Ich muss es ja nur programmieren und dann kann ich das auch auf dem Bildschirm oder auf der VR-Brille hyperreal, wir bleiben mal bei unserem VR-Brillen-Beispiel, kann ich das realisieren. Du wirst aber feststellen, wenn du ein Programmierer bist, dass wenn du das Videospiel so weit hast, geht es dir gar nicht mehr. Du willst damit nicht spielen, sondern was kann man noch besser machen? Wie kann ich jetzt, das ist natürlich ein blöder Vergleich, weil ich sage immer wieder, momentan ist ja immer die Sache, dass wir uns welche ausdenken, auch in der Physik, mit dem Glauben, da ist eine Welt, die wir mit dem Computer simulieren wollen. Bis hin zur VR-Brille. Wenn du jetzt schaust, es geht so weit, dass die mittlerweile Gestelle machen, wo du laufen kannst, dass du dann auch noch läufst, ohne dich zu bewegen, dich in Bewegung setzt, wo du so in einem Ring stehst, dann kannst du laufen und dann läufst du durch den Raum und hast das Gefühl, dass du durch den Raum, da gibt es so viele, wenn du dich da dafür interessierst, das wird natürlich erst in dir hier und jetzt zu existieren anfangen, wenn du dich dafür interessierst. Ja. Interessiert es die Masse? Die Masse, die du dir denkst, wird das interessieren, was du denkst. Und das sagt wieder wesentlich mehr über deine Interessen aus, weil du mit Sicherheit in die Masse nicht irgendwelche Interessen, sprich innere Existenzen hineindenkst, die du nicht selber denkst. Die müssen ja zuerst einmal deine Information sein, dass du dir das in die Kiste von irgendeinem, in den Kopf von irgendeinem ausgedachten Menschen hineindenken kannst. Genau. Kann in einem Kopf von einem aus dir ausgedachten Menschen ein anderes Wissen drin sein, wie du dir da hineindenkst? Du kannst eventuell denken, der hat ein Wissen in sich, in der Kiste ist was drin, ich weiß nicht, was drin ist. Jetzt sind wir aber bei Schrödingers Katze. Ja. Das Grundbeispiel. Da muss ich mir aber zumindest die Katze reindenken mit den zwei Möglichkeiten. Es baut immer auf dein eigenes Wissen auf. Die Welt, die du dir aufbaust, baut immer auf dein eigenes Wissen auf. Und darum ist es so unheimlich, wie wichtig, dass du zuerst einmal in den mittelsten Punkt hineinkommst, wo du weißt, in dem sich alles und nichts gleichzeitig befindet. Dass du was vollkommen Neues dir ausdenken kannst. Und das ist eben nicht, dass ein bestehendes Wissen vernichtet werden muss, um ein neues zu kriegen, sondern das bestehende Wissen wird vervollkommnet. Ich kann aus in einer zweidimensionalen Weltvorstellung, ich sage ganz einfach, aus einem Dreieck, kann ich einen Kegel machen, wenn ich einen Kreis dazu nehme. Aber in dem Moment, wo ich den Kegel denke, denke ich nicht mehr an den Kreis und das Dreieck. Also wird in irgendeiner Art und Weise, wird dann doch das Kreis und das Dreieck vernichtet, weil ich das in einen höheren Komplex zusammensetzt. Ich glaube, einfacher kann ich es nicht ausdrücken für deine Logik. Es ist aber zu verstehen, wenn du dich bemühst, es zu verstehen. Ja. Und genauso ist es, du kannst erst so einen reifen Menschen im letzten Drittel deines jetzigen Lernlebens werden, wenn sich der Säugling, das Schulkind und der Pubertierende aufgelöst haben, in Bezug auf die Erscheinung, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Aber es verändert nichts an dem Denker, der sich diese Figuren mit diesem Menschenprogramm ausdenkt. Hm. Es ist so ein einfacher Satz. Ein Leser ist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser, wie wir zu lesen anfängt. Und unsere Seiten sind die Lebensjahre. Und auf der Seite 6 bist du 6-Jähriger und auf der Seite 30 bist du der 30-Jährige. Und du erlebst dich als 30-Jähriger und hast erst das Wissen der ersten 30 Jahre dieses Lebens. Genau. Möchtest du nochmal 30 sein, Helene? Hm. Na, selbst jetzt im Bezug, dann hätte ich ja in Toni wieder, wenn du das zu verstehen anfängst, es gibt nichts zum Festhalten, was existiert, sondern zu verwandeln, zu integrieren. Genau. Es wird immer eine größere Einheit. Mein klassisches Beispiel, Mineralien werden von Pflanzen gefressen. Und dadurch eins mit der Pflanze, sie steigen in einen höheren Körper auf. Die Pflanzen werden von kleinen Tieren gefressen,
die Tiere wieder von komplexeren Tieren und dann der Mensch am Ende Asche zu Asche, Staub zu Staub. Da haben wir übrigens wieder unser AOB mit drin. Da kann man jetzt das ST von, ich kann mir auch rot vielfältig setzen, es kann das Bewusstsein sein, das immer ist. Und das wird jetzt zum Schöpfer von aufgespannten Polarität. Jetzt haben wir ST, das Bewusstsein, das immer ist, 60-400 rot. Und das wird jetzt zum Schöpfer, den machen wir jetzt rot, von aufgespannten Polarität. Jetzt wirst du ein Bewusster, dann wirst du, ich nenne immer, wenn viele das nicht verstehen, ich sage, du wirst als Trockennasenaffe von Gaia gefressen. Das griechische Wort Gai, der Geist ist der Schöpfergott. Weil du eins wirst, wenn ich dich auffress, wirst du eins mit mir. Und dann sind wir JCO. Und dann kann man das in einer höheren Komplexität noch gigantischere Welten erschaffen, wie das bisschen primitive Zeug, was jetzt deine Basic-Logik hergibt, obwohl das für dich natürlich schon so unendlich gigantisch erscheint. Was kannst du dir alles ausdenken mit deinem jetzigen Intellekt? Und jetzt kommt der Witz, dass natürlich zu deinem Intellekt gehört auch das ganze Wissen aller Menschen, die du dir ausdenkst. Die einzige Schwierigkeit, bisher hast du immer gesagt, das weiß ich ja nicht, was der weiß. Damit denkst du dir an aus, dem du ein Wissen zusprichst, aber immer noch an dich als dummen Brösel denkst, wo du sagst, ich habe ja dieses Wissen nicht. Wenn du jetzt weißt, dass du derjenige bist, der die Fähigkeit in deinem Traum, der einer bestimmten Figur, die von dir gedacht wird, eine Fähigkeit verleiht, die die Figur gar nicht hätte, wenn du ihr die nicht verleihen würdest, der hat unendlich viel Ahnung von Physik. Der Udo kann ja unendlich doll mit der Vordersprache. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, kann letzten Endes bloß das, was du dir denkst, dass er kann. Ich rede immer nur mit dem Geist, der sich alles ausdenkt. Du kannst ja natürlich denken, dieser totale Schwätzer, der bildet sich ein, der ist Gott, dann ist dieser Udo, den du dir ausdenkst, der totale Depp. Also du solltest irgendwann einmal wirklich verstehen, dass ich in keinster Weise in dir aufgetaucht bin, um dich klein zu machen, sondern ich will dich befreien, ich will dich wieder auf diese Ebene heben. Ich will dir die absolute Freiheit geben und die hast du nur in der Mitte. H, die Quintessenz ist eben. Eben. Und die Quintessenz ist der Geist. Und der Geist ist eben, wir können das eben expand, kann man natürlich eine existierende Polarität machen. Und darum sage ich immer, Geist kann es nicht geben. Weil der Geist eben ist. Das ist unsere symbolische Nulllinie. Und sobald was in dir auftaucht, was du dir jetzt ausdenkst, ist prinzipiell innerhalb von dir. Innerhalb und ist außerhalb. Aber es ist weder da noch da, sondern es spielt sich alles in diesem dritten Auge, in diesem dritten Punkt ab. Das muss man immer wieder wiederholen. Es ist, wir machen keine Esoterik oder Glaubensscheiß. Es ist Physik. Darum unterstreiche ich das ein bisschen, wenn man sich mit der Sprache beschäftigt, geistreich, dass das wirklich das Deutsche und das Hebräische, und ich sage, es geht auch dann Sanskrit, es ist eine extreme Vereinfachung von Vereinfachung, die man wirklich nachvollziehen kann, ganz leicht, als jetzt rede ich wieder raumzeitlich, was du dir jetzt vorstellst und einen durchschnittlich gebildeten Deutschen. Und es reicht wirklich vollkommen, schau auf den Udo an. Ich habe ja nicht einmal einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich bin ja Vollprolet. Ist doch nicht ganz schlecht, was ich so äußere als Figur in deinem Raum. Danke, danke, dass du mich so denkst. Ich sage aber auch danke zu denen, die mich jetzt als so totalen Idioten sehen, weil ich bin nämlich zwei in eins. Ja, alles. Das ist unser Spiel. Ja, Und wir werden es ewig spielen, ich und du. das ist Muss schön. leider, ohne dir jetzt Angst zu machen, die Herline wird jetzt irgendwann einmal aussteigen. Es wird die Andrea aussteigen. Es ist nur eine Frage der Zeit, die nicht existiert. Genau. Einseitige Aussage. Selbstverständlich existiert Zeit. Ich muss bloß wissen, was verstehe ich unter dem Wort Zeit. Eine chronologische Abfolge, absolut, was alles ist hier und jetzt. Ja. Es ist ein Bewusstwerdungsprozess, ein Bewusstwerden von sich selbst. Die Bewusstwerdung von etwas, was man eigentlich gar nicht wahrnehmen kann. Ich sage immer, es kann gewusst werden, was ich dir sage, aber nur dann, wenn du jetzt der Geist bist, der mich sprechen hört. Wer es niemals verstehen wird, ist irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst. Dazu zählt sogar der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Genau.
Und dann kommen solche Sachen, die so unlogisch erscheinen oder so dumm, wenn ich sage nichts, du bist ein absolut nicht denkbares Nichts. Und bitte dran denken, schon wenn du das Wort nichts denkst, ist dieses Wort nicht schon was Existierendes, was dann eben nicht nichts ist. Mhm. Weil es existiert ja als Geräusch, als Wort, als Gedanke. Das ist, wenn ich sage rot, dieses Wort symbolisiert jetzt etwas, was gar nicht auftaucht. Kann das absolute Nichts vernichtet werden? Es wird vernichtet in dem Moment, wo es zu was gedacht wird. Ich vernichte eigentlich nichts, wenn ich an nichts denke. Ja. Geh den Gedanken mit, es wird irgendwann einmal Freude machen, so zu denken. Ja, ja. Das kannst du natürlich spiegeln, weil wir die vier Seiten haben. Das ist der Materialist, wird Materie, wird die Erdkugel vernichtet, wenn ich nicht an die Erdkugel denke. Da wird jetzt deine materialistische Logik, ist ja auch eine Meinung, eine Richtung, die richtig ist. Wenn du glaubst, dass die auch dann da außen ist, wenn du nicht an sie denkst. Wirst du komplett das verneinen, wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich nicht an die Erdkugel denke, dann ist sie weg, dann ist sie nichts mehr. Genau. Das sind unsere Kausalität rum, mein Klingelingeling-Beispiel. Was glaubst du, wieso das es klingelt? Und du wirst jetzt feststellen, das Umdrehen der Kausalität. Das ist so unendlich tief. Die zwei Seiten, die beide wie Wellenberg und Wellendahl zusammengehören. Es klingelt, weil da außen einer ist, der mich anruft, mit dem ganzen Prozess, den ich mir jetzt denken kann. Ich sage aber, du magst jetzt praktisch aufgrund eines Reizauslösers denkst du dir eine Vergangenheit, das ist ein Zeugenschluss, die du als Ursache setzt. Das sind übrigens auch die, die meinen, die Ursache von allem ist ein ausgedachter Gott. Das, was jetzt bei dem Bergele angesprochen wurde. Die Ursache von allem ist das absolute Nichts. In meinen Physikbüchern nehme ich das ganz einfach Energie. Tja. Und diese Energie, darum ist ja am Anfang, sind ja zwei Lichter. Mhm. Es ist Licht und es ist Licht, ein rotes und ein blaues. Das Wort All, All, das All, was wir ja auch Universum nennen, das in eins gekehrte. Das ist All, nichts und ein blaues Licht dran. Wobei die zwei blauen Lichter, das Lamed ist ja 30, 30 ist dann 60. Ja, genau. Das kann ich jetzt die 60, die 6 auf der 10er-Ebene heißt der aufgespannt. Der Denker und das Ausgedachte. Der Geist und seine Information. Das haben wir dann in dem Wort Illusion, bin ich schon mal drauf eingegangen. I-Gott besteht aus zwei Lichtern. Das ist jetzt ja die A, das All. Machen wir den ersten Buchstaben von der 1 zu einer 10. Das ist der kleine Gott, besteht aus zwei Lichtern. I-L-L. L-L ist 60. Das kann ich rot lesen, dann ist es das Bewusstsein. Blau lesen ist es die Raumzeit. Wird jetzt U ist ja und, das hebräische Wort für und, das Waf, wird jetzt U zu S. Das Waf im Hebräischen ist auch das Unzeichen. Das heißt, LL 30, 30 verbindet sich zu 60. Illus. Ion. Du merkst, das ist eine Formel. Jetzt muss ich natürlich wissen, on im Griechischen heißt sein, beziehungsweise existieren. Wir haben wieder die zwei Seiten. Reden wir von dem Sein oder vom Existieren. Und Ion mit einer Existenz dann, dieses intellektuelle Ion, kann man ganz toll im Plauder nachlesen, ist ein in Bewegung gesetztes Sein im Hier und Jetzt. Das ist unser Universum. Ist eine Illusion. Es ist kein willkürliches Spiel. Es ist eine ganz, die Vordersprache sind ganz strenge Regeln, die bloß wesentlich komplexer und weit gefasster sind, wie das bisschen Grammatik, wo wir uns am Anfang des Gesprächs im Altlateinischen angeschaut haben. Ich meine jetzt das ironisch. Das bisschen auf Bezippere, das bisschen Grammatik. Ja. Es gibt nichts, was verdacht wird, was man noch mehr zerdenken kann. Und wie unendlich einfach ist jetzt das, wenn ich sage, vergiss diese ganzen grammatikalischen Formen, verstehe einfach, was wahrnehmen bedeutet. Ob ich, er, es, sie, wir wahrnehmen werden und so weiter, diese ganzen Unterformen, es ist einfach. Ja. Egal, wo wir das uns räumlich, zeitlich jetzt in perfekt oder imperfekt Form, ob wir was gesehen haben, noch was sehen werden, und so weiter und so weiter, ob wir jetzt was sehen, ist vollkommen, es ist jetzt, Punkt. Und die Grammatik brauchen wir nur, um das schön komplex um uns herum
räumlich wie zeitlich uns ausdenken zu können. Aufzublasen. Unsere Vorstellungswelt erweitern, die sich letztendlich immer nur hier und jetzt, im Hier und Jetzt, in uns innen, in unserem Innersten abspielt. Danke. Und ich sage, die große Erkenntnis, sich damit zu beschäftigen, sich mit sich selbst und seinem eigenen Wissen zu beschäftigen, nicht dieses Wissen allein, das du bisher zum Denken benutzt hast, was ich deinen anerzogenen Schwamminhalt nenne, in meiner chronologischen Metapher, sondern von dem Wissen, das sich in dir befindet. Es ist doch hundertprozentig sicher, dass egal, was du jetzt am Internet, wenn du dich jetzt in deinem Traum an einem Computer hinsetzt, dein Intellekt sagt dir, ich bin jetzt in der Lage, Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten aufzuschlagen. Wo kommen die her, wenn du jetzt träumst? Aus mir. Wo kommen das ganze Wissen her von diesen vor sich hin plapperten Lautsprecher-Pixelmännchen? Aus dir. Und es wird immer nur das da sein, was du ansteuerst, was für dich von in der Esse ist. Und es ist ein Nichts, ein absolutes Nichts von dem, was dich interessieren sollte. Ja. Eigentlich muss dich alles interessieren, wenn du anfängst, dich für dich selbst zu interessieren. Mhm. Du selbst, ganz allein. Ja. Als der Nicht-Existierende, der der Ursprung ist, des Nihilo, des Creatio ex Nihilo, der alles aus sich selbst herauswählt. Die komplett exakte Übersetzung von Creatio ex Nihilo. Ein Auswählen, ein Schöpfen, ein Auswählen aus dem absoluten Nichts. Wir nennen das ja bloß El oder Al. 1,30. Gott und nichts. Darum ist es auch der Baum. Das ist der eine Baum im Garten. Das ist, wenn wir uns ganz kurz, ich muss da ganz kurz nochmal reinspringen. Es ist übrigens sehr interessant, wenn man das hier wenn man das im Dennach dann original anschaut, im Paradies, schaut, darum ist das auch ein Baum. Da ist ein Baum, ein allereinziger Baum. Und ein Baum, wenn es zum Wachsen anfängt, wird er zu leb. Und dieser eine Baum, das ist ja immer wieder, wo wir hier haben, der Baum von Gut und Böse. Genau. Das ist unsere Gedankenwelt. Der ist aber nichts, bis er anfängt zum Aufblühen. Das ist, wenn man das richtig übersetzt, nicht nur einseitig auslegt. Gehe ich jetzt nicht rein. Macht extrem viel Spaß. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse, doch wäre gespiegelt, verbundene Polarität, DW, aufgespannte Polarität, doch, das ist gut. Vera ist berechneter Augenblick, aufgespannter berechneter Augenblick. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse isst, werden dir die Augen aufgehen, die Becken, das ist ja das hier, und du wirst sein wie Gott. Dieses Gott, da kann man das O kann man als Waff setzen, wenn ich immer wieder sage, der Geist, der zum Kreisen anfängt. Die Waffe ist das Innere, du wirst das Innere sein. Und das ist natürlich, ich muss wissen, die Schlange nachher, schau in den Wörterbüchern nach, hast auch Wahrsagen. Jetzt wirst du wirklich zu einem Wahrsager. Wenn das für dich was Negatives ist und ich lasse jetzt gut sein, ich habe immer vor 20 Jahren schon gesagt, wenn du von einer Batterie den Plus- und den Minuspol miteinander verbindest, dann gehen dir die Augen, dann geht das Licht in dir an. Und jetzt schau mal, inwieweit du noch zu den Deppen, zu den geistlosen Deppen gehörst, die meinen, die Erleuchtung kommt, indem sie irgendwas bekämpfen oder vernichten. Das heißt, das Minus weghaben wollen, abisolieren wollen. Versuche mal nur mit dem Pluspol Licht zu machen. Das ist die große Schwierigkeit. Und jetzt musst du dich nur beobachten, dich als Tierchen in deinem Traum. Der Sinn dieses Lebens ist, dass du lernst, vor nichts und niemandem Angst zu haben, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen, dich nicht um morgen zu sorgen, weil du begriffen hast, morgen passiert eh nichts, es gibt bloß einen ständigen Wechsel im Jetzt. Alles, was dir böse, schlecht, verkehrt, gefährlich oder uninteressant erscheint, das nennen wir Feinde, das ist übrigens auch Ra. Genau. Ra heißt zum einen Freund und heißt böse, schlecht, Feind. Und das ist die Spiegelung, ist erwecken. Doch wie Ra.
Diese aufgespannten Falte brauchst, das ist nämlich eine Seite von DOF, vom Coden, von der gespiegelt aufgespannten Polarität. Und dann schaust du jetzt einfach in deinem ganz normalen Alltag, über welche Sachen du dich noch aufregst. Und ich sage immer wieder, denk an die Flügelschläge des Schmetterlings. Es geht mir jetzt erst einmal nur um Kleinigkeiten, wo du dich ärgerst. Ja. Du hättest die Freiheit, das auch mit einem Lächeln zu quittieren. Weißt du eigentlich, wie ich auf gut Fränkisch immer sage, eigentlich am Arsch vorbeigeht. Diesmal resoniert. Immer dran denken, solange du nicht was nicht haben willst oder was bekämpfst, denkst du ständig an das, was du nicht haben willst. Das ist allen voran, wenn es um körperliche Krankheiten oder Gebrechen geht. Das ist ja so ein simples Prinzip und das wird dann dich, ich benutze mal fast das Wort, in dem Wahnsinn treiben, weil du jetzt eine Lösung hast. Ich müsste es ja bloß noch mal denken, aber du kannst einfach nicht loslassen. Und jetzt kommt das Umdrehen der Kausalität. Ich denke das ja bloß, weil ich die Schmerzen habe. Ich sage, du wirst wirklich feststellen, so wie in dir auch noch drin ist, das Telefon klingelt, weil da außen einer ist, der mich anruft. Ich sage, nein, weil das Klingeln in dir auftaucht, denkst du dir den Anrufer aus. Und wenn du an deine Mutter denkst, dann denkst du dir den aus, der angeblich den irgendwann einmal in der Vergangenheit erschaffen hat, der du jetzt zu sein glaubst. Obwohl hundertprozentig sicher ist, dass der du jetzt zu sein glaubst, niemals von deiner Mutter geboren wurde, sondern da denkst du an einen Säugling und den du jetzt denkst, ist ein ganz anderer Gedanke wie ein Säugling, den du jetzt denkst. Es ist aber derselbe Geist, der sich das ausdenkt. Mhm. Es ist auch die Erkenntnis, dass das Ei- und das Henne-Problem so leicht zu lösen ist, wenn ich weiß, was ich überprüfen kann. Ich kann überprüfen, was jetzt mit deinem Programm möglich ist, dass du dir eine Henne ausdenkst, wo ein Ei rauskommt. Das könntest du jetzt auf deiner VR-Brille, wenn du das unbedingt sehen willst, auch materialisieren. Gib dein Programm her. Du kannst auch ein Ei materialisieren auf deiner VR-Brille, wenn du das unbedingt willst, wo zerplatzt und der Küken rauskommt. Aber jetzt zeig mir mal bitte irgendein Ei, ob du das schaffst, dass aus einem Ei eine Henne rauskommt. Und jetzt kommt die allergrößte Falle, die jeder normal geistlos nachäffende Mensch macht. Ja, das ist ja logisch, aber das Küken ist ja gewachsen. Du benutzt das Phänomen chronologischer Zeit, indem du ein Vorstellungsfenster machst, dass das Küken immer größer wird bis zum Ei wird. Das wiederum, wenn du dir jetzt denkst, ist ein Gedanke, den du jetzt denkst, aufgrund einer zwanghaften Logik, einer zwanghaften Vorstellungslogik. Das kannst du aber nicht überprüfen. Du kannst ja nicht überprüfen, dass Wasserstoff aus einem Proton und einem Elektron besteht, das Element 1. Zeig's mir. Mhm. Also zuerst einmal ist ja Wasserstoff in einer unendlichen Anhäufung dieser angeblichen unteilbaren Atome, weil Atom ist ja schon wieder das Unteilbare, macht die Physik schon wieder des eigentlichen Sinnes des Wortes Atom ein Proton und ein Elektron. Neutronen und so weiter lassen wir jetzt mal alles weg. Das ist schon ein Bruch, ein Entheiligen dieses Wortes Atom. Ja. Gut. Jetzt ist aber, eins kann man ja eh nicht sehen, weil das so unvorstellbar klein ist, aber wir können ja da jetzt unheimlich viele machen, dann gibt es das Gas Wasserstoff. Aber ist es nicht ein vollkommen unsichtbares, vollkommen geruchloses, vollkommen geschmackloses und vollkommen ungiftiges Gas? Wer hat dann eigentlich entdeckt, dass das im Innersten innen aus Protonen und Elektronen besteht? Quatschst du nicht vollkommen geistlos irgendwas nach, wo du im tiefsten Innern metaphorischen Sinn gar nicht verstanden hast und schon gar nicht deine Lehrer, die du nachäffst, die dir übrigens ganz nebenbei auch erklärt haben, dass du ein sterbliches Säugetier bist, das in der Vergangenheit von einem Trockennasenaffenweibchen geboren wurde? Es sind logische Konstrukte in Maßsetzung eines Glaubens, der durch Meineide beschworen wird. Und das musst du jetzt mit Holofeeling, das ist der erste Weg, auf eine höhere geistige Ebene zu kommen, dass du das durchaus weitermachen darfst, aber bewusst. Ja. Du darfst deinen Gedanken, den du jetzt denkst, darfst du um dich herum gedanklich in Raum und Zeit verstreuen. Du darfst jetzt zum Beispiel eine Mars denken, du darfst dir den Mars in den Himmel hochdenken und denken, da haben jetzt die NASA, die du dir jetzt nach Amerika denkst, oder irgendwelche Wissenschaftler hier eine neue Marsfähre hoch und die sendet Bilder runter. Das darf ich alles denken. Ich darf bloß das zweite Gebot nicht bringen. Es spielt sich hier und jetzt in meinem Kopf auf, aufgrund von hören gesagtem Wissen, das ich mir jetzt ganz einfach ausdenke. Das aber niemals da außen ist. Und da außen war auch nie ein Jesus oder ein Mohammed
Die kann ich mir auch nur ausdenken, weil man mir von denen erzählt hat. So erzählt man mir von dem Mikrokosmos und von dem Makrokosmos. Auf die VR-Brille kann ich immer nur den Mesokosmos holen. Und dann sehe ich halt keinen Mars und keine Mondfähre, sondern ich sehe ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Jetzt bin ich wieder im Jetzt. Und an mir verändert sich dabei überhaupt nichts. Und ich habe jetzt mich bemüht, auch langsam zu reden. Wenn du dieses Gespräch, auch die vorhergehenden, immer wieder anhörst, ohne jetzt groß in die Sprache zu gehen, und dann können wir wieder unterbröseln machen, wie reagieren andere Programme, andere Brösel drauf? Dann wirst du demütig akzeptieren, weil du kannst diese Masse gar nicht erreichen, weil die offensichtlich kein Deutsch verstehen. Da gibt es nichts zu diskutieren, sage ich als Udo. Diskussion ist wieder ein Kampf um einen Standpunkt. Dann willst du schon wieder eine Einseitigkeit eines Komplexes, den ich dir erkläre. Willst du eine Einseitigkeit als die einzige Wahrheit inchronisieren? Ich sage, schau doch einfach, was da ist. Genau. Und schau, was für Vorstellungen du dir aufgrund dieses geistlos nachgeäfften Wissen in dir aufbaust. Das ja funktioniert. Es funktioniert doch, wenn ich jetzt sage, jetzt denk an die Geburt eines Menschleins. Und was denkst du dann? Jetzt kannst du mal selber schauen, was alles in dir auftaucht. Und dann habe ich genügend kleine Gedankenbeispiele, diese Sätze, dich in Bewegung. Du tauschst doch nur Informationen aus. Du bist ein träumender Geist. Du selbst bewegst dich keine Millimeter von der Stelle. Wo du jetzt bist, wo du dich hindenkst in deiner selbst ausgedachten Erdkugel, wenn ich es immer so mache, das sind nur Adressen. Es ist aber mit zwei Angaben, Längen, Breiten, Grad, bist du immer noch in der Mitte. Das ist nur zuerst einmal der Blickrichtung. Jetzt machen wir diese Kugel, KGL, machen wir weg und setzen dich in den Räderspiegel rein. Und dann wirst du merken, dass du eine arithmetische Struktur von einem Computerprogramm kriegst, von der deine Wissenschaftler überhaupt nichts wissen. Woher sollten Gedanken, sprich Wissenschaftler, sind doch jetzt nur ein Wort. Das Wort, wenn ich sage, deine Wissenschaftler, das ist doch jetzt erst einmal nur ein Geräusch oder ein Wort. Was für eine Vorstellung baust du auf, wenn ich von deinen Wissenschaftlern rede, die du dir jetzt ausdenkst? Irgendwelche gescheite Menschen an den Universitäten? Wer bestimmt jetzt, dass die gescheit sind? Zumindest sind sie geschieden von dir, weil du denkst dir, die wohin? Und jetzt schau mal in dich rein, jetzt frag dich, lebe ich noch in dem Wahn zu glauben, dass ich mit diesen Wissenschaftlern, die ich jetzt ganz bewusst mir denke, dass ich mit denen nichts zu tun habe? So, jetzt denk an die Erdkugel, wo war die ganze Zeit? Lebst du noch in dem Wahn, dass du glaubst, dass du mit dieser, Glauben, Augen, Beschwören, dass du mit dieser Erdkugel, die jetzt doch nur in deinem Kopf ist als ein Gedanke, dass du mit der nichts zu tun hast? Schau in dich rein und frag dich selber, frag einmal deinen eigenen Glauben ab, dein Wissen ab. Und dann sag ich, geistlos bist du eigentlich? Mit wem sollte denn jetzt diese Wissenschaftler, die du denkst, und die Erdkugel, die du denkst, denn sonst was zu tun haben? Die wären doch gar nicht, wenn du sie nicht denkst. Immer dran denken, ich bin der Erste, geh meine Gedanken, ginge mit. Und dann wirst du feststellen, ich rede von dem, was jedes Kind eigentlich hier und jetzt sofort hundertprozentig sicher überprüfen kann. Vertraust du immer noch dem Geschwätz der geistlos nachäffenden Zweiten, die dann behaupten, was ist das für ein Blödsinn, was der behauptet? Das weiß doch jedes Kind, dass da außen eine Erde schon da war, bevor es uns Menschen gegeben hat. Ist das besonders geistreich? Abgesehen davon, die Kinder, die du dir jetzt ausdenkst, die werden das wissen, was du dir in die kleinen Kissen reindenkst. Ja, Frau Lehrerin, es ist heftig, ne? Genau. Es ist aber das, was ist. Und wenn man das immer wieder wiederholt, wird es immer klarer und dann kriegt man das, die Weisheit, das Schmunzeln eines Weisen, weil man muss ja, um in diesen Bereich zu kommen, muss man aufsteigen. Von der einen Seite zuerst in die andere Seite. Das ist auch hier von unten nach oben gehen. Das ist mit dem unten und den oben ist es relativ einfach, dass wir eigentlich immer zuerst einmal bloß das nennen, was ich eine Polarität nenne. Dass in dem Moment, wo du glaubst, dass du oben bist, kannst du dir einen unten ausdenken, natürlich noch einen weiter drüber, was mir, bleiben wir mal, ich bin auf der Spitze des Berges, über mir der Himmel und unten das Tal. Und wenn ich unten bin, kann ich nach oben schauen, kann mich natürlich jetzt reingraben in die Erde. Aber genau genommen ist der Denker immer die Mitte. Das ist nur die Blickrichtung, was ich mit den zwei Seiten mache. Du bist immer die Mitte. Dieses simple Beispiel,
die Quelle, aus der alles entspringt und in der sich alles abspielt. Und wenn wir das Gott nennen, merkst du schon den ersten Fehler, der ist im Himmel oben. Oder das Elayon, es taucht in mir auf oder es fällt mir was ein. Aber die Quelle ist nicht oben oder unten, die ist nie an einem ausgedachten Ort, sondern das innerste Zentrum, das ist wie ich dich, dass du das verstehst, dass du den verstehst, der sagt, ich bin du. Jetzt lassen wir das aber gut sein, doof sein. Danke. Der Mittelpunkt. Spielen wir noch eine Runde Leben. Lassen wir uns überraschen, was uns das noch alles bringt. Jawohl. Ja.